hallo, wunderschönen guten Abend. Das ist ja toll. Es platzt ja hier aus allen Nähten. Wahrscheinlich irgendwie liegt es an Facebook. Da gibt es ja diese Facebook-Partys, die werden auch immer übervoll. Wer hat es denn über Facebook mitgekriegt? Vielleicht mal kurze Frage. Ja, okay, super. Ja, wir sind so voll, dass wir eben nur so zum Teil zu hören sind, dann in den Nachbarräumen. Vielleicht kann jemand Facebook Live machen und das dann streamen. In den Nachbarraum geht ja auch. Ja, also schön, dass es so voll ist und schön, dass wir hier wieder zum 8. Nachhaltigkeitsdialog der Stadt Wiesbaden hier im Heimathafen sein können. Es ist also wirklich zu einer Heimat geworden. Vielen Dank dafür, weil es echt sehr eine schöne Möglichkeit gibt, einen intensiven Austausch zu pflegen über nachhaltige ökologische Stadtpolitik der Zukunft in der Landeshauptstadt Wiesbaden. Bevor ich dem Hausherrn Dominik Hoffmann das Wort gebe, möchte ich aber gerne unseren Gast des heutigen Abends, unseren Referenten Dr. Tilman Santarius begrüßen. Er ist angereist aus Berlin und lehrt und forscht dort an der Technischen Universität. Herzlich willkommen. Und ich möchte die beiden hochrangigen Vertreter der Landeshauptstadt Wiesbaden begrüßen. Und um es digital vielleicht mal zu probieren, Hashtag Stadtchef, Oberbürgermeister Sven Gehrig. Ich habe übrigens mal geguckt, Real Sven Gehrig ist noch zu haben als Username bei Twitter. Ah, okay. Ja. Cool. Und Hashtag Grüne Welle, Verkehrs- und Umweltdezernent Andreas Kowoll, hallo. Mein Name ist Sebastian Bösel, ich bin Journalist beim Südwestrundfunk und ich darf Sie heute durch den Abend führen. Also heute Abend geht es um die digitale Zukunft, Chancen und Risiken für eine nachhaltige Entwicklung. Welche Chancen bietet denn die Digitalisierung, unser Leben, unsere Zukunft umweltfreundlicher zu machen? Aber auch, welche Risiken liegen darin in der Digitalisierung? Aber um eine Endzeitstimmung jetzt zu vermeiden, würde ich gerade mal auf Nummer sicher gehen wollen mit Hilfe digitaler Technik. Nicht, dass wir uns hier irgendwie beunruhigen müssen. Ich frage Siri, wann geht die Welt unter? Dann könnten wir einen letzten wunderschönen Tag miteinander verbringen, mit Eiscreme und einem Spaziergang im Sonnenuntergang. Oh, okay. Also in dem Fall war das jetzt nicht so die Hilfe, aber es hört sich an, als ob es noch nicht so lange hin ist. Genau, ja. Also, ob Smartphones eine Hilfe sein können, das Leben umweltgerechter zu gestalten, auch darum wird es nachher gehen. Und nun das Wort an den Hausherrn Dominik Hoffmann. Danke. Ich halte mich sehr kurz, auch wenn ich das sonst gar nicht so gut kann. Der Nachhaltigkeitsdialog ist jetzt schon häufiger hier gewesen, nach kurzen Gastspielen an anderen Orten. Was ich sehr liebe, ist sozusagen das, was es gleichzeitig auch eng macht, und zwar wirklich die Knappheit beziehungsweise die Fülle an Leuten, die dann zusammenkommt und was auch ein Signal und ein Impuls in die Stadt jagt, so diese Themen sind relevant und es ist einfach ein Interesse auch da und die brauchen Raum, auch für den Heimathafen braucht Raum, zwinkern zu Ende. Das freut mich deshalb, dass das hier stattfindet. Es hat, glaube ich, noch nie so gut zum Heimathafen gepasst wie heute beim Thema Chancen und Risiken des Digitalen, weil wir als Coworking Space hier ja in besonderer Weise auch für die digitale Welt stehen. Wir arbeiten hier auf 4 Etagen, arbeiten hier viele digitale Nomaden, also diese Menschen, die eigentlich ortsunabhängig arbeiten, nur Internet, einen Rechner brauchen und guten Kaffee. Eigentlich. Aber was sie am Ende wollen, ist doch auch mehr Austausch, ist mehr Netzwerk, ist mehr Gemeinschaft und das bieten wir hier auf 4 Etagen. Und da arbeiten einfach viele, die, sag ich mal, wirklich diese Tools, über die wir heute reden, sei es Facebook, sei es App, sei es irgendwas anderes, die auch die mitgestalten. Aber wir auch versuchen als Kollektiv, sag ich mal, eine selbstkritische und eine kritische Umgang damit zu lernen. Denn das Digitale bringt ja auch neue Herausforderungen mit sich, die heute besprochen werden. Und ich glaube, es braucht auch neue Kulturtechniken, wie wir damit umgehen als Gesellschaft. Und deshalb freue ich mich sehr, diesem Thema heute Raum zu bieten. Herzlich willkommen allen. Gibt es denn jetzt noch jemanden, der eigentlich sitzen müsste, aber steht? Körperliche Gebrechen oder so? Unlust? Nein? Gibt es einen Schoß, der noch frei wäre? Nein. Ansonsten deuten wir die Enge einfach als großes Interesse und rücken heute im wahrsten Sinn des Wortes Wiesbaden zusammen und dann würde ich wahrscheinlich hier, nee, dir nochmal übergeben, ne? Am besten sofort dem Oberbürgermeister Herrn Gehrig und danach noch ein Grußwort vom Verkehrs- und Umweltdezernent. Sven, herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank, lieber Dominik, für die freundliche Anmoderation. Ich freue mich immer, wenn ich hier sein darf. Der Nachhaltigkeitsdialog war wirklich eine fantastische Idee und ich glaube, das Thema, um das es heute geht, das betrifft zumindest die Stadt Wiesbaden in doppelter Hinsicht. Also einmal, was bedeutet es für die Stadtverwaltung? Wir haben es neulich in einem Führungskräfte-Workshop gerade thematisiert, dort auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Bis 2030 verlassen uns 80% unserer Mitarbeiter, 96% unserer Führungskräfte. Wer soll denn die ganze Arbeit noch machen? Das heißt, da wollen wir die Chancen der Digitalisierung nutzen, um tatsächlich dazu zu kommen, die Dienstleistungen, die die Bürgerinnen und Bürger selbstverständlich von uns erwarten dürfen, tatsächlich dort, wo es einfach geht, zu digitalisieren. Also tatsächlich ohne, dass man noch den Sachbearbeiter tatsächlich treffen muss. Da gibt es schon eine ganze Menge. Wir haben E-Government, wir haben E-Akte, wir haben ganz viele Prozesse im Online-Rathaus bereits so, dass man sie elektronisch komplett abwickeln kann. Das wird sich in der Zukunft aber sicherlich massiv erweitern. Das ist aber nur der eine Teil. Der andere Teil ist der viel wichtigere. Wie gehen wir als Stadt mit den Chancen und Risiken der Digitalisierung um, den Chancen und Risiken, die sie auch für unsere Bevölkerung bietet? Und wo ist eigentlich unsere Verantwortung als Stadt, zum Beispiel die digitale Spaltung der Stadt in Gewinner und Verlierer der Digitalisierung zu verhindern? Also wie können wir in Zukunft unsere steuernde Rolle als Entscheider hier in der Stadt tatsächlich wahrnehmen und was sind dazu die richtigen Antworten? Und ich sage mal, wenn es um Nachhaltigkeit geht, dann sprechen wir immer über ganz, ganz viele Lebensbereiche, ganz praktisch, aber wir sprechen natürlich auch davon, ich habe es gerade eben schon kurz angesprochen, wie sorgen wir eigentlich dafür, dass zum Beispiel die Chancen, die im Arbeitsmarkt liegen durch die Digitalisierung, wie begegnen wir den Risiken, die eben auch drin liegen, weil es werden ganz, ganz viele hochqualifizierte Jobs in Zukunft entstehen. Auf der anderen Seite werden Tausende und Abertausende von Arbeitsplätzen durch die Digitalisierung wegfallen. Und wie gehen wir damit um und vor allen Dingen, was machen wir mit den gering oder wenig qualifizierten Menschen? Was machen die eigentlich in Zukunft? Wenn wir das zulassen, dass das so diskutiert wird und so passiert, dann haben wir quasi die Chancen der Digitalisierung, glaube ich, nicht genutzt und nicht verstanden und dann haben wir die ersten Verlierer automatisch schon produziert. Deswegen bin ich ganz gespannt, was uns der wissenschaftliche Kollege aus Berlin heute mitgebracht hat. Ich glaube, das ist ein Thema, dass wir dauerhaft besetzen müssen. Wir müssen als Stadt dauerhaft Chancen und Risiken der Digitalisierung miteinander abwägen und müssen ein waches Auge darauf haben, dass es uns das soziale Miteinander in der Stadt nicht sprengt. Deswegen toll, dass Sie heute Abend hier sind. Ich finde es total spannend, dass das Publikum wieder vom Alter her sehr gemischt ist. Viele junge Leute, wenig Mittelalter, einige, also außer mir so. Und auch schon ein paar reifere Semester. Das finde ich total spannend. Ich glaube, das macht den Nachhaltigkeitsdialog auch ein Stück weit aus, dass er tatsächlich mittlerweile so interessant geworden ist, dass sich eine breite, nicht nur altersmäßig, auch eine breite sonstige Schicht in der Stadt dafür interessiert. Ich wünsche uns einen schönen Abend und bin ganz gespannt auf den Vortrag. Ja, lieber Sven, liebe Besucher unserer tollen Veranstaltung hier, ich kann fast nahtlos an das, was wir vor einigen Monaten hier auch beim letzten Nachhaltigkeitsdialog zum Thema Mobilität sehr intensiv ausgetauscht haben, denn wir wollen uns ja gerade auch in Wiesbaden auf den Weg in eine neue Mobilität, in eine noch bessere Mobilität machen und wollen auch ein paar der kleinen oder größeren Probleme, die wir in dieser Stadt mit der Mobilität haben, vielleicht auch gemeinsam lösen. Und da ist die Frage, haben wir nicht im Bereich der digitalen Veränderung die ein oder andere Chance auch für unsere Mobilität? Und wir versuchen ja mit vielen, vielen Aktionen, mit viel Geld, auch jetzt aktuell im Haushaltsplan so verankert, neue Mobilitätsangebote hier in dieser Stadt zu etablieren. Citybahn ein Stichwort, der Radverkehr eine ganz wichtige Herausforderung. Aber auch die digitalen Möglichkeiten, die bei der Frage, welche Wegekette, intermodal genannt, kann ich denn zukünftig vielleicht auf eine andere Art und Weise zusammengestellt bekommen, auf meinem Smartphone elektronisch vermittelt und immer sehr zeitnah
mit dem Angebot, das unsere Verkehrssysteme im vorhalten, dann auch neue Wege beschreiten und muss nicht immer auf das Auto zurückgreifen, weil das relativ einfach ist. Ich kriege dann mit meiner Navigation gesagt, wo es lang geht, fahre mitten in die Stadt, in den Stau hinein, suche dann ewig einen Parkplatz und am Ende ärgere ich mich, dass ich so viel Zeit wieder im Auto verbracht habe, um ein Ziel, das ich auf anderem Weg vielleicht sehr viel intelligenter hätte erreichen können, dann auch anzusteuern. Es ist die Möglichkeit, und das sind Dinge, die heute schon angeboten werden, über vernetzte Verkehrssysteme sehr schnell, sehr komfortabel, mit geringen Kosten am Ende des Tages auch Wegeketten zurückzulegen. Und da wollen wir gerade auch in dieser Stadt neue Angebote kreieren. Hinzu kommt das, was wir bei SW Verkehr machen, indem wir sagen, der öffentliche Personennahverkehr muss sich modernisieren, er muss andere Angebote mit reinnehmen, das Leihfahrrad, das Carsharing-Angebot und auch die Vernetzung bei den Bussystemen muss besser funktionieren. Man muss im Prinzip auf seinem Smartphone gezeigt bekommen, was ist das beste Verkehrsmittel, wie komme ich am schnellsten von A nach B und das Ganze, wie gesagt, unter kostengünstigen Aspekten. Denn wenn man sich anschaut, wie unsere Parkplätze in der Innenstadt aussehen, sie sind recht zahlreich vorhanden, zum Teil extrem teuer, wenn es um Parkhäuser oder Tiefgaragen geht. Aber auch die Parkplätze im Straßenraum sind nicht ganz preiswert. Wenn man da den Grund und Boden berechnet oder auch die Herrichtung von solchen Parkplätzen, dann sind wir bei zwischen 30.000 und 50.000 Euro pro Parkplatz unterwegs. Wenn wir hier jetzt dann ranschauen, was kostet uns das pro Monat? Das sind 150 bis 250 Euro. Und dann ist natürlich solch ein Parkplatz, wenn er mit einem Auto belegt wird, dann auch recht teuer am Tage. Insofern ist es sicherlich sinnvoller, mal zu gucken, wie kann man die Kosten entsprechend so greifen und auch zeigen, dass Menschen sehen, dass wenn sie andere Verkehrsmittel nehmen, genauso gut zu ihrem Ziel in der Innenstadt zum Beispiel kommen, aber das Ganze auch unter einem ganz anderen Kostenaspekt. Das Carsharing ist ein wichtiges Angebot, das wir bei SW Verkehr versuchen zu etablieren, das Leihfahrrad, eventuell auch mit elektrischem Antrieb, weil das ist natürlich dann besonders komfortabel hier in einer etwas bewegteren Stadt, was die Topografie anbelangt, sodass wir insgesamt verschiedene Verkehrsangebote dann auch zukünftig realisieren wollen. Die Elektrobusse sind eine ganz wichtige Infrastrukturentscheidung bei SW Verkehr. Wir wollen bis 2022 alles mit Elektrobussen fahren. Das bedeutet, dass wir hier eine gigantische Ladekapazität vorhalten werden. Und da wird es unheimlich spannend sein, dann zukünftig über intelligente Netze dann auch zum Beispiel die Ladeinfrastruktur so zu steuern, dass wir immer den günstigsten Preis beim Spotmarkt in Leipzig, glaube ich, ist das, Herr Petrak, einkaufen zu können oder auch unsere Busse dann als Puffer für den Ökostrom letztendlich zu nutzen. Denn dann laden wir Windstrom zum Beispiel in unseren Bussen, wenn der Windstrom im Übermaß im Netz auch vorhanden ist. Und das Ganze kann man mit digitaler Steuerung unserer Stromnetze dann entsprechend perfekt auslasten, sodass man auch weniger Kraftwerkskapazität benötigt. Es gibt andere Bereiche, wo die Digitalisierung auch einer nachhaltigen Entwicklung Vorschub leisten wird. Das ist die Abfallwirtschaft, wo wir sicherlich noch sehr viel mehr an Wertstoffen aus den vorhandenen Abfällen rausholen können. Die Recyclingquote im Industriebereich ist nur 14%. Das ist beschämend wenig. Wer weiß, wie aufwendig bestimmte Stoffe nur gewonnen werden können. Und vielleicht wird es ja möglich sein, auch die Recyclingquote beim Hausmüll und Gewerbemüll in Wiesbaden zu reduzieren. Dann brauchen wir keine Müllverbrennungsanlage, sondern können das auch dem Rohstoffkreislauf wieder zuführen. Insofern sind es spannende Diskussionen, die wir in dieser Stadt führen werden, in der Politik, mit der Stadtgesellschaft, mit Ihnen und heute Abend. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Herr Kofel, Herr Gehrig, wir sind mittendrin im Thema. Ich will es jetzt auch nicht weiter verlängern, aber noch ein paar Worte zu unserem Referenten Dr. Tilman Santarius. Er forscht, lehrt, publiziert an der TU Berlin zum Thema nachhaltige Digitalisierung. Aber ich will das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, IÖW, nicht unterschlagen. Das sind die Themen Klimapolitik, Handelspolitik, nachhaltiges Wirtschaften und globale Gerechtigkeit ist. Wenn es um nachhaltige Digitalisierung geht, sind Sie ein sehr gefragter Experte in Deutschland und auch international. Und ich möchte auch nicht verschweigen, dass Sie kurz vor der Berufung stehen als Professor an der TU Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Und ein letztes, seit 2016 ist Herr Dr. Santarius ehrenamtliches Aufsichtsratsmitglied bei Greenpeace Deutschland. Eine seiner Thesen: Digitalisierung eröffnet fantastische Möglichkeiten, aber eine nachhaltige Digitalisierung ist kein Selbstläufer. Wir brauchen politische Leitplanken. Oder anders ausgedrückt, ob die Digitalisierung eher eine eierlegende Wollmilchsau ist oder ein Wolf im Schafspelz,
hängt somit stark von den gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen ab, unter denen sie sich entfaltet. Das sind Thesen. Und was Sie damit meinen, genau, bitte schön, Herr Dr. Santarius. Wir freuen uns. Ja, danke schön. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich hier nicht ständig Feedback generiere. Obwohl ich heute viel über den Feedback-Effekt reden werde. Das kommt später noch. Das ist aber nicht der von dem Mikrofon, sondern ein anderer. Ja, ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Vor allen Dingen in so einem gemütlichen, alternativen, kreativen Setting. Ich hoffe, dass wir nachher auch spannende Diskussionen zusammen haben werden. Es liegt mir sehr, in so einem überfüllten Raum, wo auch ein paar Leute leider stehen müssen zu sprechen, anstatt in einem Uni-Hörsaal, wo irgendwie gähnende Leere ist und vielleicht die Studentinnen sich auf den hintersten Bänken versammeln, dass es dann immer eher so ein bisschen abturnt. Insofern toller Einstieg heute Abend. Und ich freue mich auch, über das Thema zu sprechen. Digitalisierung ist ja gerade ein Thema, was Land auf Land abdiskutiert wird. Sie schlagen die Zeitung auf oder gehen auf Blogs, egal ob Sie jetzt analog oder digital unterwegs sind. Es gibt jede Menge Futter zu dem Thema. Es gibt regelrecht einen Hype, nicht zuletzt auch von vielen Befürworterinnen aus dem Silicon Valley promulgiert, der sagt, die Digitalisierung verändert alles, alles wird sich ändern, es wird eine neue Welt werden. Wo ich mir denke, gut, muss man mal hinsehen. Sie hat tatsächlich schon einiges verändert mit der Smartphonisierung in unserem Alltag. Vieles, vieles wird da auch noch kommen, da bin ich ganz sicher. Wir stehen wahrscheinlich erst am Anfang der digitalen Welle des 21. Jahrhunderts. Obwohl vielleicht viele schon meinen, das Smartphone wäre schon ein sehr tiefer Eingriff ins Leben und auch Arbeitsleben gewesen. Zugleich gibt es auch eine steigende Hysterie gegenüber der Digitalisierung. Also es gibt nicht wenige Menschen, die plötzlich alle nur erdenklichen Übel der Digitalisierung anheimstellen. Auch von davon möchte ich mich heute so ein bisschen distanzieren und einen nüchterneren Blick drauf werfen. Und eigentlich die große Frage stellen, nachhaltige Entwicklung ist das, was viele von uns seit Jahrzehnten fordern. Ich glaube, das muss ich in diesem Kontext auch nicht mehr sagen, was sich dahinter verbirgt. Die Frage ist jetzt, welchen Beitrag kann denn die Digitalisierung der ganz unterschiedlichsten Lebens- und Wirtschaftsbereiche zur Digitalisierung leisten? Können wir mithilfe dieser disruptiven Technologien vielleicht so eine Art Gesellschaftstransformation Richtung soziale und ökologische Gerechtigkeit hinbekommen? Oder wird es dafür eher hinderlich sein? Da möchte ich so ein bisschen drauf schauen heute Abend. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die beiden Kurzstatements von Ihnen, denn das erste Statement von Herrn Gehrig hat ja auch die sozialen Aspekte angesprochen. Arbeitsplatzverluste, die da drohen, Einkommenspolarisierung, ganz zentrale, wichtige Themen, nicht zuletzt auch für nachhaltige Entwicklung, denn nachhaltige Entwicklung ist ja nicht nur öko, sondern auch sozial. Darüber werde ich aber heute nicht so viel sprechen. Können wir gerne hinterher in der Diskussion darauf zurückkommen, in dem Buch zum Thema nachhaltige Digitalisierung, was wir gerade vor 3 Tagen in meinem Verlag abgegeben haben, nimmt das einen großen Stellenwert ein, aber ich kann heute Abend nicht alles besprechen, sondern ich werde mich auf die ökologischen Aspekte beschränken und knüpfe da auch sehr schön an Sie an, Herr Kowohl, weil ich auch dem Verkehr einiges widmen möchte. Was habe ich mit Ihnen heute Abend vor? Ich werde erstmal über die materielle Basis der Digitalisierung sprechen. Was steckt dahinter? Wie stellt sich das da in Nachhaltigkeitssicht? Dann möchte ich recht lebensweltlich die Frage stellen, ja, können wir denn mit den ganzen digitalen Geräten, Smartphone, E-Book-Reader, MP3-Player und so weiter, dematerialisieren, Ressourcen, Energie einsparen? Ja? Und dann möchte ich mir 2 Sektoren raussuchen, Verkehrsbereich und Energiebereich. Und wie gesagt, das ist nur ein Einstieg in die Diskussion, denn man könnte über nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche oder Sektoren sprechen, können wir aber heute Abend hier nicht machen. Aber ich habe mir den Verkehrssektor rausgesucht, nicht zuletzt, weil mir gesagt wurde, dass letztes Mal hier auch der Verkehr Thema war. Und das knüpft vielleicht dann so ein bisschen gut daran an. Materielle Basis von Bits and Bytes. Ich fange mal an mit dem digitalen Device, was uns alle am meisten prägt und wofür wir am meisten benutzen, das Smartphone. Wir feiern Geburtstag. Das Smartphone ist 10 Jahre alt. 2007 kam das erste iPhone auf den Markt. Vorher gab es Vorläufer, ja, aber nicht wirklich welche, die unser Leben umgekrempelt hätten. Und in den 10 Jahren von 2007 bis 2017 wurden 7 Milliarden solcher Geräte hergestellt. Es ist natürlich nicht so, dass alle 7 Milliarden ErdenbürgerInnen da jetzt so ein Ding in der Hosentasche hätten, sondern es verteilt sich eher auf die reichere Hälfte der Weltbevölkerung, aber nicht nur im Norden, sondern auch bei den globalen Eliten im Süden und in den Schwellenländern und auch teilweise bei den reicheren Menschen in den Entwicklungsländern. Es ist ein globales Phänomen.
Auch wenn immer noch die Hälfte der Weltbevölkerung nicht ans Internet angeschlossen ist, trotzdem hat das Smartphone weltweit Lebensstile und Kommunikationsweisen verändert. 7,1 Milliarden Smartphones, was steckt da drin? Das ist die Frage. Und da fange ich mal an, ganz kurz wenigstens den Aspekt Ressourcen zu beleuchten, einen kleinen Film hier einzuspielen. In einem Smartphone stecken jede Menge sogenannter Konfliktrohstoffe drin. Was wir hier sehen, ist nicht eine Kobaltmine von einem Warlord, der sich damit seine paramilitärischen Trupps finanziert, sondern ist so eine semi-private Mine in einem Haus, völlig ungesichert. Man steigt da hinab in ein dunkles, tiefes Loch. Arbeitsschutzrechtlich ist da natürlich überhaupt nichts abgesichert. Die Entlohnung und Ähnliches ist auch entsprechend schlecht. Das ist auch ein Teil der materiellen Basis von den Smartphones, mit denen wir jeden Tag unsere WhatsApp-Nachrichten verschicken. Am Ende der Kette steckt dann natürlich das sogenannte Recycling. Der Elektroschrott der IT-Geräte ist enorm. Alleine weltweit sind es 42 Millionen Tonnen Elektroschrott heute. Und die Zahl dürfte bis zum Jahr 2020 schon auf 52 Millionen Tonnen steigen. Was heißt das? Das ist ein Berg, wie wenn man alle Automobile, die in Deutschland auf den Straßen fahren, verschrotten würde auf einem Haufen. Das ist die Menge des Elektroschrotts weltweit, der häufig dann in Länder des Südens abgesetzt wird. Hier, glaube ich, ein Bild aus der Elfenbeinküste und dort unter, naja, notdürftigen, unprofessionellen, ökologisch und sozialen fragwürdigen Bedingungen recycelt wird, beziehungsweise bedauerlicherweise nur zu einem Bruchteil recycelt wird. Weltweiter Ressourcenbar für Zukunftstechnologien. Ich will Sie nicht langweilen mit Statistiken. Ich habe hauptsächlich Fotos in meinem Vortrag, damit das eher das untermalt, was ich sage. Aber hier eine Grafik, in der man sieht, okay, das ist die Produktion heute. Ja, und die blauen Balken, die hellblauen Balken, sind der Anteil derjenigen Ressourcennutzung von der Weltproduktion hier, die für Informations- und Kommunikationstechnologien und einige andere Zukunftstechnologien draufgehen. Die grauen Balken sind dann der erwartete Bedarf im Jahr 2030. Da stecken natürlich Unsicherheiten drin, aber das sind Szenarien, die hochgerechnet werden. Und hier sieht man also bei Rhenium, bei Tantal, bei Scandium, bei einigen anderen, bei Kobalt, werden die Bedarfe durch die Decke schießen, wenn wir uns weiter so digitalisieren. Was bedeutet das für die Abbaugebiete, für die Menschen, die dahinter stecken? Ich kann das hier nur so in den Raum stellen und ich glaube, wir wissen alle, dass wir darauf gucken müssen, wie viel Digitalisierung können wir uns in der Frage globaler Gerechtigkeit und ökologischer Tragfähigkeit leisten. Zweites Stichpunkt, nicht nur die Ressourcen, auch der Strom ist interessant. Heutzutage machen ICT, also Informations- und Kommunikationstechnologien, bereits 10% der weltweiten Stromnachfrage aus. Das ist eine Menge. Und die Tendenz ist, wie diese Grafik darstellen lässt, drastisch steigen. Natürlich auch da sehr unterschiedliche Szenarien. Im Worst Case wird der Anteil der weltweiten Stromnachfrage für Informations- und Kommunikationstechnologien 50% der Weltnachfrage ausmachen im Jahr 2030. 50%, die Hälfte. Im Best Case vielleicht nur 30%. In jedem Fall ist die Frage, wie kriegen wir es hin, eine Energiewende Richtung erneuerbare Energien mit Digitalisierungswerk zu setzen, da komme ich später noch drauf zurück, da wird Digitalisierung eine entscheidende Rolle spielen, zugleich aber zu vermeiden, dass eine Durchdigitalisierung unserer Lebens- und Wirtschaftsweisen die Stromnachfrage so in die Höhe treibt, dass wir es eben nicht mehr schaffen, 100% erneuerbaren Strom zu generieren oder auf ein System zu wechseln, was 100% erneuerbaren Strom liefert. Ich mache es kurz, Zwischenfazit, die materielle Basis der Digitalisierung, das kann man drehen, wie man möchte, ist erstmal nicht nachhaltig. Da lässt sich mit Green IT, mit ökologischem Produktdesign einiges machen, aber wir kommen leider nicht drum herum, festzustellen, dass die Ressourcen und die Energie, die in diese Geräte reinfließt, zunächst erstmal einem ökologischen Abrüsten deutlich zuwiderläuft. Das wäre noch nicht zwingend schlimm, wenn es uns gelingen würde, mithilfe von digitalen Tools und Geräten an anderer Stelle so viel Energie und Ressourcen zu vermeiden, dass wir in der Summe doch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Okay? Und darum geht es jetzt in meinem zweiten Punkt hier. Auch das kann ich natürlich nur anreißen. Können wir, auch wenn die Digitalisierung selbst ressourcen- und energieintensiv ist, damit in anderen Sektoren, in anderen Lebensbereichen abrüsten? Und ich mache das ganz lebensweltlich. Schauen Sie sich einen E-Book-Reader an. Darf ich mal fragen, wer im Raum hier hat einen E-Book-Reader? Boah, gar nicht so viele. Okay, das ist häufig deutlich mehr.
erstmal solche Bilder, ich weiß nicht, was Ihre Motivation war, solche Bilder suggerieren, mit einem E-Book-Reader lässt sich eine Menge Ressourcen und Material einsparen. Ja, und in der Tat kann man ja, wenn man die British Library, die größte Bibliothek der Welt, ne, mit 625 Kilometer Buchlänge, Bücherregallänge, ja, wenn man die komplett digitalisieren würde in E-Books, dann hätte man 3 externe Festplatten neben seinem Laptop stehen. Anstatt das größte Gebäude des Vereinigten Königreichs mit 625 Kilometer Buchlänge. Also, natürlich zunächst erstmal eine Menge Potenzial zur Dematerialisierung. Wenn Sie sich aber jetzt so einen E-Book-Reader zulegen, dann wollen Sie vielleicht damit auch ökologisch einsparen. Dann fragen Sie sich, ja gut, wie viele Bücher muss ich denn lesen auf dem Ding, bevor ich anfange, ökologisch einzusparen? Denn logischerweise ist so ein E-Book-Reader natürlich in der Herstellung wesentlich ressourcen- und energieintensiver als ein Taschenbuch. Ne? Und da zeigen also verschiedene Lifecycle-Analysen, die gemacht werden, verschiedene Annahmen und so, ich habe mir das alles angeguckt, gibt es diverse Untersuchungen, ist auch belastbar, zeigen, dass ungefähr 30 bis 50 Bücher auf so einem E-Book-Reader gelesen werden müssen, bevor man mit dem ersten Buch anfängt, ökologisch einzusparen. Die Bilanz bezieht sich jetzt hier auf CO2-Emissionen. Ja, man kann sich unterschiedliche Indikatoren angucken, aber wenn man sich CO2-Emissionen, also Treibhausgase, anguckt, dann fängt man nach 30 bis 50 Büchern, je nach Dicke, erst an mit dem E-Book-Reader einzusparen. Ist also möglich für viele LeserInnen hier im Raum, ja, können Sie sicherlich was mit beitragen, aber es wird auch diverse Menschen geben, denen das Ding vorher runterfällt, das Display kaputt, oder Sie gehören einfach nicht zu viel Lesern, sondern lesen eher 2-3 Bücher damit im Jahr und dann hat sich das Ganze nicht gelohnt. Eine zweite Diskussion, ältere Debatte schon, ja, Digitalisierung von Musik. Was kann man machen, wenn man von CD auf, jetzt nehme ich erstmal MP3, ich komme gleich noch zum Stream, auf MP3 umstellt? Ja, da gab es schon ganz früh in der Digitalisierung auch empirische Studien, die das versucht haben zu untersuchen. Und da ist es ungefähr so, mit einem Download von einem Album, einer CD, kann man zwischen 1 und 2 Kilogramm CO2 einsparen, je nachdem, ob man jetzt mit einem PKW zum Musikgeschäft fährt, ja, oder zu Saturn oder sonst wo und sich die CD kauft oder ob man da zu Fuß hinläuft. Das ist natürlich die entscheidende Frage beim Einkauf der CD. Also, Sie können damit einsparen, aber wenn Sie jetzt wieder sich so einen MP3-Player angucken, wie der hergestellt wurde, nehmen wir mal den Apple iPod, ja, dann werden Sie sehen, Sie müssen alleine 60 Alben runtergeladen haben, bevor Sie anfangen, CO2 einzusparen. Ungefähr, Pi mal Daumen. Ja. Das können Sie, denke ich, auf jeden Fall schaffen, denn die meisten Leute haben viel, viel mehr MP3s zu Hause als physische CDs im Regal stellen. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Drittes Beispiel, und dann will ich es auch dabei belassen, Streaming. Wie sieht es aus beim Streaming? Hollywood-Streifen runterladen, online gucken, versus ich fahre in die DVD und leih mir eine Videothek und leih mir eine DVD aus. Ja? Hier auch wieder natürlich abhängig von der Frage, fahren Sie da mit dem Auto hin oder nicht, können Sie damit erheblich einsparen. Aber vielleicht können sich einige von Ihnen noch an so einen postalischen DVD-Verleih erinnern. Es gab zum Beispiel einen großen Anbieter, der hieß Love Film. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Hat nicht nur Pornofilme verliehen, sondern ganz normal alle Filme. Warum der Love Film hieß, weiß ich auch nicht. Und dort hat man also sich eine DVD bestellen können online, um sie dann nach Hause geschickt zu bekommen per Post. Ja, konnte so lange behalten, wie man wollte und hat sie dann wieder zurückgeschickt. Und in diesem postalischen DVD-Verleih ist die Emissionsbilanz identisch wie beim Streamen online. Wenn Sie mit dem Auto zur Videothek fahren, ist sie beim Streamen besser. Wenn Sie zu Fuß gehen, ist sie beim Streamen schlechter. Denn Streaming ist extrem energieintensiv. 60-70% des Datenvolumens weltweit gehen für Streaming von Filmen aller Art drauf, von YouTube bis hin zu eben Hollywood-Streifen, die sich auf Netflix sonst wo oder auf semi-legalen Formaten wie Kinox.de oder anderen ansehen. Jetzt aber mal zu einem weiteren Effekt, der kommt, nämlich der Rebound-Effekt. Ich habe ja gerade gesagt, ich spreche hier über den Feedback-Effekt. Haben wir halbwegs im Griff. Was wir nicht im Griff haben, sind die Rebound-Effekte, die durch Digitalisierung im Konsum eintreten. Und das habe ich ja gerade schon gesagt, das Beispiel MP3 versus CD. Hier ein Snapshot aus meiner eigenen digitalen Bibliothek. Ich habe natürlich viel mehr MP3s auf meinem Computer, als ich
CDs im Regal stehen habe. Das wird den meisten von Ihnen auch so gehen. Einige Anbieter, Spotify, Deezer, Apple iTunes Music, werben auch damit. Hier, 40 Millionen Tracks on your computer. Ja, wenn man da also ein bisschen mehr zahlt als nur die günstigste Flatrate, kann man sich die MP3s runterladen und sich selber in die Bibliothek anlegen und hat damit natürlich Zugang zur weltweit größten Musikbibliothek, die man sich dann auch zu eigen machen kann für eine Flatrate von 13 Euro, 10 Euro, was auch immer. Hier entsteht, was man Rebound-Effekt nennt. Denn es ist so komfortabel, per Klick die Dinger runterzuladen. Es ist auch günstig, wenn Sie eine Flatrate haben von 13 Euro, kommt es eben nicht mehr darauf an, ob Sie sich 500 MP3s runterladen oder gar keins, weil Sie nur online streamen. Es spart Ihnen eine Menge Zeit, als wenn Sie da zum Geschäft fahren und sich eine CD kaufen. Also Sie haben Zeiteffizienzgewinne, finanzielle Effizienzgewinne, Komfortgewinne und so weiter. Und deswegen hört die Menschheit heute so viel Musik wie noch nie in der Geschichte. Und es wird auch so viel Film geguckt wie noch nie zuvor. Die Fernseh-Einschaltquoten gehen nur langsam nach unten. On top obendrauf kommt ein Videokonsum im Internet, der sozusagen die Stunden, die wir vor dem Bildschirm hängen, in die Höhe schnellen lässt. Und das muss mit eingerechnet werden. Wenn man jetzt eine Bilanz macht, Streaming versus DVD oder MP3s runterladen versus CD, man muss mit einberechnen, dass die Komfort-Effizienzgewinne leider in der Realität zu einem Zuwachs der Nachfrage führen, die dann einige der Einsparpotenziale wieder auffrisst. Insofern, Zwischenfazit an dieser Stelle, eine Dematerialisierung ist möglich, tritt aber auf keinen Fall automatisch ein, ist kein Selbstläufer, wie ich an anderer Stelle gesagt habe. Es ist eher in den Bereichen, die ich dargestellt habe, eine Art Nullsummenspiel. Ja, der Energieeffizienzsteigerung in der Nutzungsphase steht eine relativ ressourcenintensive digitale Bereitstellung zuvor, gegenüber, ja, also die Geräte muss man kaufen, die digitalen Infrastrukturen, Serverparks und so weiter werden aufgebaut und gleichzeitig kommt es zu Rebound-Effekten, die auch einige der Einsparpotenziale zunichte machen. Lassen Sie mich jetzt noch in zwei, drei Sektoren reingehen. Zunächst in den Sektor Verkehr. Es gibt auch mittlerweile einige Studien, die anfangen zu berechnen, was können wir denn in den verschiedenen Bereichen, produzierendes Gewerbe, Landwirtschaft, Verkehr, Energie, und so weiter. Was können wir da für Einsparpotenziale realisieren durch Digitalisierung? Ja, und das ist erstmal vom Potenzial her durchaus erheblich. Im Verkehrsbereich gibt es zum Beispiel eine Studie von der Global E-Sustainability Initiative. Das ist ein Zusammenschluss von 30 weltweiten IT-Firmen und Telekommunikationsunternehmen. Und die haben ausgerechnet, dass bis zu 20% der weltweiten Verkehrsemissionen bis zum Jahr 2030 mithilfe von Digitalisierung reduziert werden können. Ja, also ein Fünftel der Emissionen aus dem Verkehr, das wäre enorm, das wäre mehr als jedes einzelne Klimaschutzgesetz derzeit ins Werk gesetzt hat. Aber wie realistisch sind die Annahmen, die dahinter stehen? Und da will ich so ein bisschen einerseits Risiken und andererseits Chancen aufzeigen. Zunächst mal möchte ich über die vernetzte Mobilität im Automobilverkehr sprechen. Hier gibt es sowohl in der Logistik als auch beim Privatverkehr, ja, die Vorstellung, dass man mithilfe von Telematik, nannte man das auch lange oder nennt man es auch immer noch, ja, also Einsparpotenziale hebt. Zum Beispiel Vernetzung von Verkehrsträgern, um konstanten Verkehrsfluss zu realisieren. Ja. Eco-Driving Mode, also softwaregestützte Antriebstechnologien, die Sprit vermeiden beim Fahren. In der Logistik natürlich, eine Optimierung von Logistikrouten. Verkehrsnachrichten in Echtzeit angepasst an Staus und so weiter, um die zu vermeiden. Vieles mehr, was möglich ist, um im Verkehr zu Effizienz beizutragen, zu geringeren Spritverbräuchen pro gefahrenem Kilometer. Was passiert dann damit? Sparen wir damit in absoluter Höhe Sprit- und Treibhausgasemissionen im Verkehrsbereich ein? Hier ist es interessant, dass das Bundesverkehrsministerium, was ja auch gleichzeitig sozusagen das IT-Ministerium ist in Deutschland, eine ganz eindeutige Antwort darauf gibt. Die sagen nämlich in ihren Studien, der Güterverkehr wird in den nächsten 10 Jahren um 30% zunehmen, der private Automobilverkehr wird um 10% zunehmen, aber nur, wenn wir es schaffen, mithilfe von IT und Telematik dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen. Das heißt, wir haben es hier leider nicht mit einer absoluten Reduktion zu tun, wenn das nicht anders gesteuert wird, sondern eher wieder mit Rebound-Effekten. Wir machen die Sachen effizienter durch Vernetzung, durch Telematik und anderes, um dann die Kapazitätsauslastung der Straßen zu erhöhen, sprich den Verkehr noch anzukurbeln. Und das ist dann das Ergebnis, hier ein Bild aus den USA natürlich. Ne? Also das wäre sozusagen perfekt. Diese Wagen fahren alle flüssig, da steht keiner im Stau, aber ist vielleicht nicht das, was wirklich nachhaltig aussieht.
Thema selbstfahrendes Auto. Großes Thema, was kommt. Ne? Hier gibt es einige Chancen und einige Risiken. Risiko ist vor allen Dingen, dass auch, wie unser Verkehrsminister Dobrindt das sagt, das Auto zum Third Place, zum dritten Ort neben zu Hause und Büro werden kann. Man lässt sich zwischen zwei Terminen mal eben herumchauffieren. Man kann in dem Auto nicht nur von A nach B fahren und aus dem Fenster schauen, sondern Office Edition, ich arbeite in diesem Auto. Gaming Edition, ich spiele in diesem Auto. Kommunikations Edition, ich telefoniere, chatte, drehe mich selbst mit Virtual Reality Filmen und poste es aus Facebook und so weiter und so fort. Also es wird verschiedenste Versionen dieser selbstfahrenden Autos geben, die nicht unbedingt dazu beitragen, dass das Verkehrsaufkommen reduziert wird. Es gibt aber Chancen, mit selbstfahrenden, nutzungsgeteilten, also Carsharing-Systemen, die Anzahl der Flotten in den Städten deutlich zu reduzieren. Hier wurden schon einige Szenarien durchgerechnet, ja, für Stuttgart, für andere Regionen, die zum Zuge kommen, okay, wenn man das intelligent macht, wenn wirklich 100% selbstfahrende Autos im nutzungsgeteilten Verkehr, also im Carsharing unterwegs sind, dann könnten zwischen 70% und 90% der Karossen in den Städten reduziert werden. Ja, und Sie haben es ja eben gesagt, dass die Vorteile reichen von frei gewordenen Parkplätzen bis hin zu weniger Energie und Ressourcen in der Herstellung, weil wir dann 70% bis 90% weniger Karossen überhaupt erstmal bauen müssten. Ja? Jetzt klammere ich mal hier die Arbeitsplatzfrage in der deutschen Automobilindustrie gerade mal aus. Aber in ökologischer Hinsicht wäre das sozusagen eine Riesenchance. Aber selbst in den Szenarien, wo die Anzahl der Karossen drastisch sinken würde, würde der Verkehr durch 100% Carsharing mit selbstfahrenden Autos vermutlich um 30% bis 40% in den Städten zunehmen. Das heißt, wir haben es hier mit einem Risiko zu sehen, dass die Optimierung des Verkehrs durch selbstfahrende Autos noch eher zum Anstieg des Verkehrsaufkommens beitragen wird, wenngleich dabei immerhin der angenehme Nebeneffekt weniger Karossen im Spiel wäre, aber trotzdem natürlich nicht ein Trend, der insgesamt nachhaltig ist. Hinzu kommt, dass selbstfahrende Autos äußerst datenhungrige Wesen sind. Hier also nur so eine, sieht ein bisschen gruselig aus. Ich weiß auch nicht, warum der Tesla da vorne so übel dargestellt wird. Ist eigentlich ein ganz nettes Auto. Aber hier eine Schätzung, eine sehr grobe Schätzung. Wie viel Daten könnte so ein Auto pro Tag generieren? Ja, ins Gesicht fallen vor allen Dingen der LiDAR, der Laser und die Kameras. Aber auch noch andere Funktionen, die das Auto bereitstellt. Und diese Autos generieren nicht nur selbst jede Menge Daten, indem sie die Umgebung filmen und alles, sondern sie sind auch angewiesen auf einen konstanten Inflow von 3D-Kartenmaterial, während sie fahren, um das, was sie scannen, mit dem Kartenmaterial abzugleichen. Ja. Und das Ergebnis ist, dass ein Auto gut und gerne, wenn es denn rund um die Uhr fährt am Tag, bis zu 4000 Gigabyte Daten generieren könnte. Das ist horrend. Deswegen wird ja auch 5G-Standard ausgebaut, aber es ist gar nicht zu sehen oder ich weiß gar nicht, ob es wirklich solide eingeschätzt wird, dass das dann noch ausreicht, wenn in Deutschland tatsächlich ein signifikanter Anteil der Karossen mit diesen selbstfahrenden Autos fahren würde. Und die Frage eben, was für Druck bedeutet das auf den Ausbau von Datenzentren, von Rechenkapazitäten, von Kabeln, von WLAN-Infrastruktur und so weiter, um das betreiben zu können. Die weltweite Frage ist auch wieder offen. Es würde 1 Million solcher Autos würden so viel Daten hervorrufen, wie heute die gesamte Weltbevölkerung, 3,5 Milliarden Menschen, die online sind. Trotzdem Chancen, würde ich sagen, für der Digitalisierung in einem ganz anderen Bereich. Nämlich eher in der Digitalisierung des öffentlichen und nutzungsgeteilten Verkehrs, wo vielleicht autonome Autos dann eine kleine Rolle spielen, aber sozusagen gar nicht das zentrale Steckenpferd sind. Hier mal eine Grafik von Carsharing-Nutzungszahlen. Darf ich mal fragen, wer im Raum ist hier bei einem Carsharing-Anbieter registriert? Sehr erfreulich, das sind doch schon mal einige Hände. Das ist unheimlich komfortabel geworden. Die stationären Systeme sind komfortabel geworden, weil man leichter zugreifen kann. Noch komfortabler sind diese Free-Floating-Carsharing-Modelle geworden, wie Car2Go und ähnliches. Das sind dann auch hier die blauen, wo die Nutzerzahlen rapide hochgegangen sind. Bedauerlicherweise ist der größte Teil der NutzerInnen, die jetzt sich beim Free-Floating registrieren, aber gar nicht mehr interessiert oder gewillt, aufs eigene Automobil zu verzichten, was ja eigentlich mal die Ursprungsidee war des Carsharings. Nun gut, da müsste man vielleicht politisch ein bisschen korrigieren, um Anreize zu schaffen, dass dann Menschen, wenn sie denn ausgiebig das Free-Floating nutzen, auch wenigstens auf ihr eigenes Automobil zu Hause verzichten und nicht nur dieses Free-Floating-System als zusätzliche Optionensteigerung nutzen, wenn sie gerade mal nicht mit dem eigenen PKW fahren, dann auch noch öfter mit einem anderen, nämlich mit dem Carsharing-PKW fahren zu können.
Zweite Chance auf jeden Fall, Free-Floating, Bike-Sharing. Überhaupt alle möglichen Verkehrsmittel, die digital vernetzt werden. Hier ein Bild aus Berlin. Ich höre, Sie haben das in Wiesbaden auch vor oder machen es sogar schon. Ich finde es eine ganz fantastische Möglichkeit. Ich würde einfach jeder Kommune in Deutschland, die zumindest eine hinreichende Zahl von EinwohnerInnen hat, empfehlen, ein Free-Floating-Bike-Sharing-System aufzubauen. Das ist wirklich oberster Komfort für Menschen, die bereit sind, mit dem Fahrrad zu fahren. Man geht da einfach hin, man scannt das oder gibt den Code ein und radelt sofort los, stellt es irgendwo wieder ab, muss sich nicht drum kümmern, schon gar nicht um Wartung und Ähnliches. Also da sehe ich große Chancen, das attraktiver zu machen. Vor allen Dingen dann, weil Bikesharing selber wird vielleicht noch nicht so viele Leute hinterm Ofen hervorlocken, vor allen Dingen dann, wenn insgesamt die verschiedenen nutzungsgeteilten und öffentlichen Verkehrsträger besser miteinander vernetzt werden. Sie haben das schon am Anfang gesagt, wir brauchen so eine digital vernetzte Multimodalität, wo es für die NutzerInnen also wirklich keinen Unterschied mehr macht, mit welchem Verkehrsmittel sie von A nach B kommen, weil sie das einfach in Echtzeit sofort aufs Smartphone kriegen und, das ist eben heute noch nicht möglich, auch durchbuchen können. Das Problem, was wir ja in Deutschland oder ich glaube in fast allen Ländern haben, ist, dass es zwischen den verschiedenen Verkehrsanbietern noch keine Vernetzung in dem Sinne gibt, dass man gegenseitig seine Dienstleistungen buchen kann. Sie können nicht automatisch, wenn Sie mit der DB nach Wiesbaden gefahren sind, hinten dran noch ein Carsharing hängen oder mit dem Leihfahrrad noch weiterfahren oder noch ÖPNV teilweise schon auch benutzen. Ja? Aber das muss alles integriert werden. Wir müssen als Nutzerin sozusagen on the go durchbuchen können, ja? Zu Hause vielleicht mit dem Carsharing die erste Meile zur Straßenbahnhaltestelle oder sonst wie, dann mit den Öffentlichen weiter, mit der D weiter und am Ziel dann vielleicht nochmal ein Leihrad oder Ähnliches. Das muss komfortabel werden. Hier können Kommunen auch, glaube ich, eine Menge machen. Vielleicht kann man sich das am ehesten so vorstellen wie dieses Roaming. Wir hatten ja bisher in der EU Probleme beim Roaming, also wenn man im Ausland ist, dann plötzlich andere Telekommunikationsnetze zu benutzen, und seit diesem Jahr ist das ja nun, also vorher konnte man auch roamen, man musste halt dafür bezahlen. Durch eine EU-Richtlinie ist das nun kostenfrei für die User. Man merkt gar nicht mehr, dass man im Ausland ist. Und genau so etwas brauchen wir für die öffentliche Mobilität. Zwischenfazit, also hier an der Stelle. Risiken der Digitalisierung beim motorisierten Individualverkehr, Individualverkehr vor allen Dingen. Chancen der Digitalisierung im öffentlichen und nutzungsgeteilten Verkehr. Ja, lassen Sie mich zum Schluss noch ein paar Minuten auf das Feld Energiesystem oder Energiewende auch abheben. Hier ist es ja so, oder ich habe mal eine Frage vorher, genau, ich stelle Ihnen mal eine Frage, die erstmal mit Energie gar nichts zu tun hat. Wer im Raum benutzt denn Google als Suchmaschine? Jetzt möchte ich auch ein paar mehr Hände sehen als beim E-Book-Reader oder beim... Da müssen wir eigentlich umgekehrt fragen. Ich frage deswegen nochmal umgekehrt. Wer benutzt denn eine Suchmaschine, die explizit auf Privacy-Einstellungen achtet, als Standard-Suchmaschine? Natürlich. Drei Personen. So, das ist ausbaufähig. Ah, das sind noch mehr da im Nebenraum. Prima. Hier sind die Start-up-Co-Sharing, Co-Working-Leute von oben, die wahrscheinlich schon ein bisschen mehr wissen. Ich sage Ihnen gleich, warum ich diese Frage gestellt habe, die mit Energie erstmal wenig zu tun hat. Stellen Sie sich vor, wir wollen unser Energiesystem auf 100% erneuerbaren Strom umstellen. Das wird einen Systemwechsel im Energiesystem bedeuten. Links sehen Sie eine zentrale Energieversorgung, jetzt schematisch. Ja. Sie haben also in der Mitte ein paar zentrale Großkraftwerke, dann ein Netz, was das an die Haushalte verteilt. Es gibt klar die Rolle des Produzenten in der Mitte, das Kraftwerk, und es gibt klar die Rolle der Konsumentinnen, Häuser, Unternehmen und öffentliche Kommunen und so weiter. Im Übergang zur dezentralen Energieversorgung wird es nicht nur mehr Energieträger geben und auch Erzeugungsstätten, Windkraftwerk hier, PV-Anlage bei Herrn Müller auf dem Dach nebenan, Biogasanlage auf dem Acker vom Bauern und so weiter, sondern es wird ja auch insgesamt ein dezentraleres Netz geben und vermutlich auch einen dezentraleren Energiemarkt, Strommarkt. Und das Netz, was heißt das, dass das Netz dezentral ist? Das heißt, es wird einige Regionen geben, wo besonders viel PV-Anlagen sind und auch ein paar Windkraftwerke. In anderen Regionen wird es umgekehrt sein, vielleicht mehr Windkraftwerke, weniger PV-Anlagen. Und insgesamt müssen diese Regionen in sich selber ausbalanciert werden und zwischen den Regionen, um so eine Art Pufferkapazität, um eine Grundlast, könnte man auch in alter, hergebrachter Sprache sagen, gewährleisten zu können. Das kriegen Sie nur hin mit digitalen Technologien. Warum? Weil in diesem System hier, in dem alten, wurde das Angebot
im Wesentlichen der Nachfrage angepasst. Die Energieversorgungsunternehmen wussten einfach, wann sind die Verbräuche hoch, abends, wenn gekocht wird, wenn Fußball-Weltmeisterschaftsspiel lief und die Fernseher alle eingeschaltet waren und so weiter. Also man hatte sehr genaue Erfahrung darüber, wie die Stromnachfrageschwankungen über den Tag verteilt, über das Jahr verteilt vonstatten gehen und hat das Angebot daran angepasst, indem man halt langfristig Kapazitäten entsprechend ausgebaut hat und kurzfristig vielleicht mal ein Gas- und Dampfturbinenkraftwerk hochgefahren hat oder ähnliches. In diesem System, in dem dezentralen und erneuerbaren System, muss die Nachfrage dem schwankenden Angebot angepasst werden. Es scheint eben an manchen Tagen die Sonne enorm oder der Wind und an anderen Tagen ist es windstill oder bewölkt und dementsprechend muss sich über die Stunden des Tages, über die Wochen des Jahres die Nachfrage anpassen. Wie erreichen wir jetzt eine Nachfrageanpassung, indem die Nachfrage flexibilisiert wird und das kriegen Sie nur zum Teil automatisiert hin, indem eben zum Beispiel Kühlhäuser dann besonders ihre Waren kühlen, wenn gerade viel Strom zur Verfügung steht, vielleicht sogar ein paar Grad unter die erforderliche Temperatur runterkühlen, um dann an anderen Stunden des Tages, wenn gerade wenig Strom zur Verfügung steht, ohne Kühlung auszukommen. Das Gleiche können Sie sich für einen Haushalt vorstellen. Sie drücken auf Ihrer Spülmaschine auf Play, aber die springt dann an, ja, mit einer gewissen Verzögerung, hoffentlich nicht erst 3 Tage später oder so, wenn sozusagen gerade viel Strom zur Verfügung steht, ja, und sie kann vielleicht auch, einige Geräte im Haushalt können vielleicht sogar auch Strom speichern, und später wieder abgeben, das ist die sogenannte Sektorkopplung. Ja, man kann sich vorstellen, dass Elektroautos vielleicht auch Plug-in Strom abgeben und nicht nur geladen werden, wenn gerade mal eine Unterdeckung im Netz ist und so weiter. Also wir brauchen für diese Flexibilisierung der Nachfrage dringend digitale Technologien. Und das geht eben bis ins Haus rein und das nennt man ja auch heutzutage Smart Home. Also die Anpassung der Nachfrage durch eine Kommunikation der Geräte untereinander. Ja, mit Smart Home kann man noch viel mehr machen, Spielereien auch, aber im Kern von automatisierten Energiemanagementsystemen ist eine flexibilisierte, eine Korrespondenz in der Nachfrage der Geräte. Und das können Sie sich so vorstellen, es gibt da Systeme, Tado zum Beispiel, eine Firma aus München, die das sehr schön anbietet. Wir arbeiten in unserem Projekt zusammen mit Code Atelier aus Stuttgart und Gira, klassischer Mittelständler aus der Nähe von Wuppertal, die solche automatisierten Energiemanagementsysteme anbieten, wo sich dann Ihre Heizung entsprechend Ihrer Bewegungsprofile und Ihrer Nutzungsgewohnheiten anpasst, Räume runterkühlt, die Sie nicht brauchen, montags oder donnerstags, insgesamt die Heizung abfährt, wenn Sie in den Job gehen und wieder hochfährt, wenn Sie aus dem Job nach Hause kommen, sich ganz abschaltet, wenn Sie ins Ausland reisen und so weiter. Und da muss die Reise hingehen, damit wir das Angebot und die Nachfrage flexibel übereinkriegen in einem System von 100% erneuerbaren Energie. Jetzt gibt es aber hier bei diesen Smart Home Systemen nicht nur automatisierte Energiemanagementsysteme, sondern auch Smart Home Systeme, und das ist wahrscheinlich eher das, was Sie vor Augen haben werden, wie Alexa und andere, die auch die Lampen und ihre Spülmaschine und von mir aus ihre Heizung steuern, aber auch noch viel mehr, die gleichzeitig auch als Shopping-Assistent zur Verfügung stehen. Und jetzt kommt der Bogen auch zu meiner Eingangsfrage, wer von Ihnen benutzt Google und wer von Ihnen benutzt eine Privacy-Suchmaschine, die systematisch alle Gespräche abhören und in der Cloud speichern. Insgesamt, das ist nur ein Beispiel, Alexa, insgesamt ist das Risiko bei automatisierten Energiemanagementsystemen, bei einer Flexibilisierung der Nachfrage, dass wir nicht mehr nur in unserer Online-Welt aufs Genaueste überwacht werden und persönliche Informationen preisgeben, was habe ich gesucht im Internet, was habe ich gekauft, was habe ich für Posts an meine Freunde geschickt, welche WhatsApp-Nachricht habe ich verschickt, welche Themen interessieren mich, wird alles gespeichert über Sie. Durch Energiemanagementsysteme laufen wir Gefahr, auch noch unsere Offline-Welt, abends, wenn wir mal abschalten, wenn wir das Smartphone runtergefahren haben, auch noch preiszugeben an die Datenkraken, die diese Informationen abgreifen, für werbetreibende Zwecke, für was auch immer. Ja, und Alexa ist sozusagen der eklatanteste Fall von dem Abgreifen von Daten, aber jegliche Energiemanagementsysteme, die ihre Nachfrage systematisch überwachen, um sie anzupassen, laufen große Gefahr, einer Überwachung anheimzufallen. Und deswegen gibt es auch einige Leute, die sagen, so ein Energiemanagementsystem, so ein Smart Home System ist eigentlich eine bessere elektronische Fußfessel. Ja, da können wir uns die Gefängnisse gleich sparen. Wir werden alles über uns preisgeben. Man kann heute schon mit so Smart Meters zum Beispiel ablesen, welchen Fernsehsender sie schauen. Ja, anhand der Nachfrage und der Tatsache, wie Strom durch den Smart Meter läuft, kann man rekonstruieren, welchen Fernsehsender Sie wann geschaut haben, welches Radio Sie wann gehört haben. Das ist ein Problem und wir müssen uns dem Problem stellen, denn es wird dazu führen, dass die Asymmetrie
zwischen den IT-Unternehmen, die diese Daten systematisch sammeln und zusammentragen, und uns Nutzerinnen immer weiter steigt. Das ist jetzt auch meine letzte Folie sozusagen vom Analyseteil. Danach kommen nur noch drei abschließende Folien. Es hat ja einen Grund, warum 6 der weltgrößten Konzerne heute IT- und Internetfirmen sind. Ja, Apple, Alphabet ist Google, Microsoft, Amazon, dann kommt noch Facebook und Tencent, kennen vielleicht nicht so viele, ist der, der hinter WeChat steht, dem größten chinesischen Internetkonzern. Diese Unternehmen sind so finanzstark, die größten Unternehmen der Welt, weil zum Beispiel Apple einfach schick ist und Image hat, aber auch, weil sie über ein unglaubliches Ausmaß an Wissen über uns Nutzerinnen verfügen. Und das ist ein Problem für die verschiedensten Bereiche, aber es hat auch was mit Ökologie zu tun. Und am Beispiel des Energiemanagementsystems und Smart Homes, denke ich, habe ich die beiden Sachen auch nochmal zusammengebracht, um zu sehen, um zu zeigen, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, auch für Nachhaltigkeitsanliegen, nämlich den Datenschutz einzuhalten. Insofern Zwischenfazit hier: keine Energiewende ohne zunehmende Digitalisierung. Wir brauchen noch mehr Digitalisierung, um die erneuerbaren Energiewende hinzubekommen. Aber ganz wichtig, Achtung vor Datenschutz, nicht nur um die Meinungsfreiheit, die Demokratie und unsere Intimsphäre zu gewährleisten, zu schützen, sondern auch in ökologischer Hinsicht, damit wir es richtig machen und nicht steigende Konsumzuwächse zum Beispiel haben, weil diese Daten, die wir da generieren und abgeben, zu konsumsteigenden Zwecken wie personalisierte Werbung und so weiter verwendet werden. Das ist ja das Hauptbusiness heute von den Konzernen. Ne? Also Alphabet, Google und Facebook teilen sich 2/3 der weltweiten Werbeeinnahmen im Internet. Das sind 260 Milliarden Dollar jährlich. Das machen sie, weil sie das Wissen über uns haben und deswegen perfekt das an die Werbeindustrie verkaufen können. Ja, da möchte ich jetzt vielleicht zum Abschluss noch ein paar Ideen einwerfen. Wie können wir denn jetzt dazu beitragen, dass die Chancen, die ich auch aufgezeigt habe, wirklich gehoben werden und insgesamt die Risiken vielleicht ein bisschen eingedämmt werden, sodass insgesamt die Digitalisierung einen wirklich Beitrag leisten kann zu einer nachhaltigen Entwicklung? Ich denke, es gibt 3 Grundprinzipien, die ich mal in den Raum werfen möchte für eine nachhaltige Digitalisierung. Das ist zum einen das Grundprinzip der digitalen Suffizienz. Ja, hinter der Suffizienz stecken verschiedene Aspekte. Ich möchte mal kurz 3 ansprechen. Techniksuffizienz, immer wieder die Frage stellen, wie viel durch Digitalisierung ist wirklich nötig, vor dem Hintergrund, dass die Geräte einfach alle Ressourcen und Energie allein schon in der Herstellung brauchen. Dann ist da aber nicht nur die Techniksuffizienz, sondern auch die Datensuffizienz. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Wie viel permanente Vernetzung brauchen wir? Und dann ist schließlich auch die Frage für uns Nutzerinnen, wie wenden wir diese digitalen Geräte an in unserem Alltag? 2. Leitprinzip, konsequenter Datenschutz. Und 3. Leitprinzip, Gemeinwohlorientierung. Da komme ich auch nochmal so ein bisschen in die Richtung, was Herr Gehrig am Anfang schon angesprochen hat, was ich heute nicht so beleuchtet habe, nämlich die Frage, wir müssen gucken, dass die Früchte der Digitalisierung wirklich von allen geteilt werden können, damit dieser Wurf des technischen Fortschritts nicht nur einigen IT-Unternehmen zugutekommt und wir selber abgespeist werden mit kostenlosem WhatsApp, aber ansonsten eher Nachteile davon tragen. Und vielleicht ist noch einige wenige Folien hier zu digitaler Suffizienz und Datenschutz. Digitale Suffizienz fängt an bei Open Source, offenen, modularen Systemen für Geräte. Hier das Beispiel Fairphone. Ja, geht auch darüber hinaus zu fragen, was verbrauchen diese Dinger in der Umsetzung? Energiesuffizienz. Wir wollen Systeme haben, die möglichst energiesparsam sind. Nicht nur die effizienter werden, aber dann wieder größere Bildschirme haben oder noch eine stärkere Rechenleistung und dadurch sozusagen mit Rebound-Effekten die Einsparpotenziale wieder auffressen, sondern wirklich absolute Einsparung durch die Nutzungsphase gewährleisten. Datensuffizienz hatte ich angesprochen. Sicherstellen, dass wirklich nur die Daten generiert werden und in die sogenannte Cloud gespeist werden, die auch nötig sind und einen Beitrag leisten zur nachhaltigen Entwicklung. Es wird heute jedes Device auch deswegen immer energiesparender in unseren Taschen, weil wir ja laufend auf Rechnerkapazität in der Cloud zurückgreifen. Ja? Und da muss man sich einfach fragen, wie viel permanente Vernetzung ist da nötig? Und auch nochmal mit Blick auf die kommunale Ebene, es gibt ja zum Beispiel eine intensive Debatte gerade über Smart City, wo einige sozusagen Befürworter davon ausgehen, es werden alle Bereiche miteinander vernetzt, wo ich mich frage, wie viel Datensuffizienz sollten wir da an den Tag legen, um sehr wohl bürgernäher zu werden, elektronische Services anzubieten, aber nicht zwingend ständig riesige, gigantische Datenmengen in die Cloud zu laden. Und beim selbstfahrenden Auto, denke ich, war das auch self-explaining, was ich mit Datensuffizienz meine. Diese Dinger sind einfach erstmal per se nicht Datensuffizienz.
Ja, und drittens dann eben nochmal der konsequente Datenschutz, den ich angesprochen habe. Privacy by Design. Die Geräte müssen so hergestellt werden, dass sie gleich nur anonymisiert, pseudonymisiert oder am besten gar nicht Informationen an die Hersteller liefern. Es ist ja so, wenn Sie jetzt die Geschäftsbedingungen bei Facebook eingehen, dann überliefern Sie jeglichen Content, den Sie da hochladen, egal ob WhatsApp oder auf der Facebook-Social-Media-Plattform selber, an Facebook. Das kann es irgendwie nicht sein. Wir müssen gucken, dass die Daten wieder uns Menschen gehören. Ja, und zugleich brauchen wir sowas wie ein Kopplungsverbot konsequent durchgesetzt, dass wenn wir einem Unternehmen Daten überlassen, zum Beispiel einem Unternehmen, was ein digitales Energiemanagementsystem in meinem Haus installiert und die Daten halt braucht, um das intelligent zu steuern, dass diese Daten nicht weitergegeben werden dürfen, verkauft werden dürfen an Dritte, dass sowas wie Datenhandel grundsätzlich entweder unterbunden wird oder meldepflichtlich vom Gesetzgeber auch überwacht wird, damit da nicht ein ominöser Datenhandel passiert und wir gar nicht mehr wissen, wer hat eigentlich welche Daten über uns, wo ich eigentlich nur wollte, dass meine Spülmaschine erst angeht, wenn viel Strom im Netz ist. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, hoffe, dass ich ein paar Akzente gesetzt habe für eine Diskussion gleich und möchte auf jeden Fall nochmal einen Ausblick liefern auf das Buch, was ich anfangs schon erwähnt habe, Smarte grüne Welt, Digitalisierung zwischen Überwachung, Konsum und Nachhaltigkeit, können Sie gerne ab nächsten Frühjahr im Handel erwerben. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Santarius, für diese ganz spannenden Einblicke und Analysen zur Digitalisierung. Ich persönlich mache mir ab sofort mehr Gedanken, wenn ich eine Suche starte. War mir einiges wirklich nicht bewusst, was da an Energie dranhängt und man rechnet dann sofort, wie viel muss ich jetzt lesen, damit das jetzt irgendwie mal grün wird, der E-Reader. Also herzlichen Dank und das Stichwort Gemeinwohl fiel eben und deshalb würde ich jetzt die Runde eröffnen und wenn Herr Gehrig, Herr Kohlwoll vielleicht dort sich auch hinsetzen würden, dann würden wir nämlich besser in den Dialog treten, weil es ja auch darum geht, dass wir miteinander ins Gespräch gehen, in Diskussion gehen und dass wir auch Sie hier zu Wort kommen lassen. Denn mich würde erst mal interessieren, Herr Kohlwoll, Herr Gehrig, wo ist er hin? Ah ja, kommt gleich, gut. Herr Kohlwoll, was für einen Aspekt fanden Sie jetzt am spannendsten, wenn es um die nachhaltige Gestaltung im Hinblick auf Digitalisierung in Wiesbaden geht? Was würden Sie jetzt spontan herausgreifen? Ja gut, ich habe es vorhin angesprochen, den Verkehr vor allen Dingen, aber auch die Energieversorgung. Wir müssen ja schauen, wie wir gerade die erneuerbaren Energien vernünftig unterbringen. Da ist natürlich die Volatilität der Windenergieerzeugung, der Photovoltaik, da ist ja nur dann Energie im Netz vorhanden, wird eingespeist, wenn die Sonne scheint, beziehungsweise tagsüber, nachts gibt es da nicht allzu viel. Beim Wind sieht es ein bisschen besser aus. Noch haben wir keine Windräder auf dem Taunuskamm. Ich hoffe sehr, dass die Windräder irgendwann kommen werden, damit wir unseren erneuerbaren Energieanteil entsprechend erhöhen können, aber das ist natürlich eine Energieversorgung, das ist schön gezeigt worden, die sehr volatil ist und wo wir natürlich gucken können über vernünftige Speichertechnologien, dann auch so eine Pufferung in den privaten Einrichtungen, also in den Häusern zu haben. Ich habe das Beispiel unserer Elektrobusse angesprochen, es wird dann irgendwann so sein, dass die dann zwischen 12 und 2 Uhr, wenn der Wind weht, auch vielleicht aus dem Norden der ein oder andere Windstrom zu uns kommt, geladen werden. Zwischen 2 und 4 dann wieder Strom abgeben oder dann auch tagsüber den Strom abgeben müssen, wenn sie nicht gerade unterwegs im Stadtnetz sind. Das heißt, das ist ein schönes System, sehr aufwendig zwar in der Anschaffung, wir kriegen ja eine schöne Förderung dafür, aber dann kann man das auch für intelligente Netze entsprechend nutzen und das wird eine der Möglichkeiten sein, die man mit solchen Speichertechnologien dann auch ergreifen kann. Mhm. Ansonsten die Verkehrssysteme in der Stadt, wenn die vernünftig vernetzt werden, wenn ich in der Tat dann aus dem Haus rausgehe, ein E-Bike dann nutze zum Beispiel oder ein Pedelec, zum Bus fahre, zur Citybahn, ein Stück des Weges damit zurücklege, dann am Hauptbahnhof umsteige in den Regionalexpress, dann über die Wallauer Spange zum Flughafen komme, nicht um wegzufliegen, sondern um dort eine Arbeitsstätte anzusteuern oder aber der Flughafen ist das größte ICE-Drehkreuz Deutschlands neben dem Frankfurter Hauptbahnhof. Da kann ich dann natürlich Fernverbindungen nutzen und in Berlin dann mit dem Nextbike oder mit einem anderen Leihfahrrad dann mein Endziel erreiche. Das sind die Wegeketten, die wir anbieten wollen, die natürlich auf einer Plattform am besten angeboten werden sollten. Dann gucke ich auf mein Smartphone, auf eine andere Informationsquelle und weiß, wie schnell ich wohin, mit welchem Energieaufwand und mit welchem Aufwand am Ende dann hinkomme. Das wären Verknüpfungen der Wegekette, die sicherlich sehr sinnvoll sind.
Ja, gleiche Frage an Sie. Gab es einen Aha-Effekt, wo Sie sagen, das nehme ich mit und damit kann ich sehr viel anfangen, wenn es um nachhaltige Stadtpolitik geht im Hinblick auf die Digitalisierung? Naja, dadurch, dass ich ja schon in meinem Eingangsstatement gesagt habe, dass mir an dieser Stelle Chancen und Risiken, gerade dieses Thema Gemeinwohlorientierung verstärkt am Herzen liegt und er leider gleich sagen musste, dass er da heute nicht so sehr dazu kommt, fürchte ich, dass ich im nächsten Urlaub mal wieder ein Buch lesen muss oder darf. Und ich tue das, weil ich Drucker von Beruf bin, immer noch analog, habe also keine elektronische Unterstützung dafür. Nein, ich glaube schon, dass es unglaublich, Kollege Kowohl hat ja gerade die Themen des Verkehrs und der Wegeverbindung aufgezeigt. Ich habe das im letzten Jahr mir angeschaut mit unserem Energieversorger auf dem EUREF Campus in Berlin. Da haben die da eine wunderbare Geschichte, wie man das macht. Ich will von A nach B und dann spuckt das System einen aus. Wie mache ich das eigentlich jetzt gerade am schnellsten oder wie mache ich es am günstigsten oder wie mache ich es am grünsten? Oder wie auch immer, das ist schon eine ganz spannende Geschichte. Ich finde es auch, was das Thema Verkehr angeht, steckt in der Digitalisierung eine große Chance, wenn wir auch beim Flüssighalten von Verkehren sind. Also wie steuern wir heute unsere Ampelanlagen oder so. Ich glaube, auch da steckt ganz viel drin, um Verkehr in der Stadt flüssig zu halten. Haben wir jetzt heute hier nicht gehört. Aber da gibt es, glaube ich, gigantische Möglichkeiten. Aber nochmal, ich bin sehr dafür, dass wir die Chancen der Digitalisierung immer nicht nur, dass wir nicht nur das Positive sehen, sondern dass wir uns immer auch in den kritischen Dialog damit begeben, alles das, was Gutes hat, hat irgendwo auch Schattenseiten. Und ich glaube, das sollten wir einfach wachhalten. Da sollten wir nicht einfach hineinstolpern. Ich glaube nicht, dass man den Weg der Digitalisierung wird aufhalten können. Das will ich auch gar nicht, weil, wie gesagt, viele Chancen drinstecken. Aber wir sollten in dem kritischen Dialog bleiben und immer auch nicht nur auf die Sonnenseiten der Digitalisierung schauen, sondern auch gucken, wen hängen wir oder wen laufen wir Gefahr abzuhängen, wenn wir nicht genau drauf schauen. Im kritischen Dialog bleiben, genau, da wollen wir jetzt die Möglichkeit geben. Gerne. Gibt es Fragen hier aus der Runde? Bitte schön. Ja, ich denke, interessanter Vortrag, vielen Dank, aber was mir so ein bisschen gefehlt hat, wurde zwar zum Schluss angesprochen, war halt eben der rechtliche Aspekt. Der rechtliche Aspekt fängt ja schon damit an, wenn ich mir eine CD kaufe, habe ich hier in Deutschland oder in Europa ein ganz anderes Recht, als wenn ich mir das online bestelle. Diese Rechtsanpassung findet nicht statt, weil eine CD oder ein Buch, also ein klassisches Buch, kann ich verschenken, verkaufen oder in so einen öffentlichen Bücherschrank geben. Das darf ich mit einer digital erworbenen Kopie nicht. Eine digital erworbene Kopie, wenn jetzt irgendwas nachträglich, sei es mal damals Dieter Bohlens Buch, irgendwie dann geschwärzt wurde, kriege ich einfach nur die neue Ausgabe. Ich kann gar nicht mehr die alte mit den vorher nicht geschwärzten Teilen lesen. Also das heißt, mir wird Information entzogen durch dieses Medium. Dann ist noch diese wunderbare Verkehrsgeschichte mit den verschiedenen Verkehrsträgern. Will dann irgendjemand wissen, wie ich haargenau von A nach B komme? Ich werde jetzt doch schon überwacht, wenn ich eine Fahrkarte digital kaufe. Deshalb bezahle ich die grundsätzlich schon mal am Automaten nur mit Bargeld. Ja, natürlich, weil ich will nicht überwacht werden. Für mich ist, ich sage mal, ich habe etwas zu verbergen und das ist meine Privatsphäre. Weil meine Privatsphäre ist für mich unabteilbarer Teil meiner Menschenwürde. Und die ist nach Artikel 1 unseres Grundgesetzes geschützt und darauf lege ich Wert. Und deshalb ist für mich der Datenschutz das allererste und für mich in Abwandlung eines Wahlkampfslogans eines anderen Menschen, für mich kommt Safety first und Digital second. Geben wir doch die Frage gerade weiter. Gibt es denn, wenn wir über zum Beispiel Ticketsysteme, die eben Verkehrssysteme, Verkehrsträger vernetzen, wenn wir darüber sprechen, gibt es da schon Modelle, wo Datenschutz wirklich auch garantiert ist? Oder müssen wir, wenn wir uns auf solche Ticketsysteme einlassen, alle Daten preisgeben und jeder weiß, wo wir uns gerade bewegen? Also da muss ich jetzt, kann man mich verstehen, ja. Da muss ich jetzt gerade passen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Datenschutzbestimmungen, wenn man hier in Wiesbaden ein öffentliches Busfahrticket kauft, welche man da
eingeht, ja, welche Vertrags ist, kenne ich nicht. Der Unterschied ist ja der, ein Ticket zu kaufen offenbart mir erstmal nur, was ich von A oder wie, mit welchem Verkehrsmittel ich von A nach B gekommen bin. Es sagt noch nicht unbedingt was über die Person aus, wenn sie bar bezahlen. Selbst wenn sie mit Kreditkarte oder mit EC-Karte und so weiter bezahlen, haben sie eine relativ große Chance, dass diese Daten zwar dem Kreditkarteninstitut offen liegen, das aber nicht unbedingt systematisch zusammengeführt wird mit jede Menge anderen Daten, die über sie auch noch bekannt sind. Und so genau, noch nicht. Ja, aber so war es die letzten 20, 30, 40 Jahre. Ne? Also mit Kreditkarten bezahlen die Leute in den USA schon seit Jahrzehnten und diese Daten wurden nicht systematisch zusammengeführt. Das Risiko, was jetzt besteht, ist, dass eben, weil es einerseits viel konzentrierter ist, also da die Daten, die Informationen sind in den Händen von viel weniger Konzernen plötzlich und weil wir viel genauere, präzisere Daten, viel mehr Daten über jede einzelne Person haben, lässt sich damit überhaupt erst was anfangen. Also man kann doch nicht die Werbung personalisieren, wenn man weiß, wie sie von A nach B gefahren sind, mit welchem Bus. Aber wenn man das verknüpft mit ihrer Suche im Internet und all ihren Käufen online und ihren Facebook-Profilen und ihren WhatsApp-Nachrichten, dann wird da ein Bild draus, was sich kommerziell ausmischen lässt und da sehe ich vor allem das Risiko. Insofern, also den Slogan teile ich absolut mit Ihnen, ne? Aber das ist eben der Unterschied heute in der digitalen Ära gegenüber der vorherigen analogen, wo wir natürlich auch schon einzelne digitale Tools genutzt haben. Vielen Dank. Vielleicht bleiben wir einfach mal beim Thema Verkehr. Wenn dazu noch Fragen wären, weil dann könnten wir die einzelnen Themen vielleicht auch im Block abarbeiten. Der Herr dort hinten. Das ist eher eine Ergänzung als eine Frage. Wir haben jetzt viel gesprochen über die Optimierung von Mobilität, die Steuerung, vielleicht auch das autonome Fahren. Da fand ich ein bisschen erschreckend die Aussicht, dass durch autonome Mobilität das Verkehrsaufkommen vielleicht auch erhöht wird. Vielleicht sollte man weiter vorne ansetzen bei der Vermeidung von Fahrten. Und da kam mir der Aspekt ein bisschen zu kurz, dass durch die Digitalisierung es ja vielfach möglich wird, zum Beispiel Homeoffice Arbeit zu betreiben, also es gibt ja viele Computerarbeitsplätze, da müssen die Leute zu Hause arbeiten, es gibt viele sicherlich Meetings, Workshops, die mittlerweile virtuell stattfinden, über das Internet und gerade der Aspekt Homeoffice, denke ich, ist was, was man betrachten sollte, auch unter dem Aspekt, den der Herr Gerlich ansprach, das hat auch seine Nachteile, denn da geht natürlich eine soziale und psychologische Komponente durch den mangelnden Austausch mit meinen Kollegen, meinen Kolleginnen verloren. Aber trotzdem ist das sicherlich eine Chance, im Grundlegen, gerade unter Energieaspekten, einen Menschen zu sparen. Ja, ich würde das einfach so als Statement mal stehen lassen, weil wir jetzt haben wir jetzt drei Wortmeldungen gleich. Ich würde Sie noch zu Wort kommen lassen, Sie und dort den Herrn. Vielleicht sind wir dann mit dem Verkehrsthema auch, wir müssen leider auf die Zeit gucken, 20.30 Uhr ist schon zu Ende. Also Sie bitte. Also es betrifft eigentlich nicht nur den Verkehr, sondern eigentlich alle Themen, die angesprochen sind. Ich habe mich so gefragt bei der smarten Welt, die da beschrieben wurde, welche Möglichkeiten bestehen für dunkle Kräfte, da einzugreifen und tatsächlich irgendwie da mit dieser Geschichte zu spielen und dieses Netzwerk zu zerstören. Also wenn ich mir vorstelle, dass irgendjemand da rumfuhrwerkt im Verkehr oder in der Energieversorgung, dann kriege ich arge Bedenken. Also die Frage, welche Möglichkeiten gibt es oder welche Gefahren werden da auch beschrieben und gesehen? Ja, Sie hatten es im Prinzip schon skizziert, wenn wir uns darauf einlassen. Dann sind wir wieder bei den politischen Rahmenbedingungen. Wir hatten auf EU-Ebene eine große Datenschutzgesetzgebung. Das sind wahrscheinlich dann die Wege, wo wir diese Lösungen finden müssen, um den Bürger, um uns alle zu schützen. Sie hatten eine Frage oder einen Beitrag? Ja, das ist eher eine Frage. Eins, was mich am meisten beeindruckt hat, war diese Zahl, 4000 Gigabyte pro Tag für das autonome Auto und das autonome Fahren und das System darunter. Ich habe mich eben gefragt, ist das eigentlich ein Geschäftsmodell oder ist es ein großer PR-Gag? Mit dem autonomen Fahren wird das Fahrzeug wesentlich teurer, die laufenden Kosten werden immens, wenn man diese Daten tut, die kostet ja auch was. Ist das eigentlich bezahlbar und für wen ist das eigentlich bezahlbar? Und das wird ja gerade in der öffentlichen Diskussion so stark gehypt. Ist da eigentlich ein Marktpotenzial ersichtlich? Weiß man das? Herr Santarius. Ja, soll ich mal einen Anfang machen? Also vielleicht ganz kurz zu den drei Fragen. Zu der ersten nochmal, vollkommen richtig, ich glaube durch Telearbeit, Homeoffice und so weiter sind Einsparpotenziale da, aber
Man muss wieder hingucken. Es wird zum Beispiel in solchen Stadt-Land-Gebieten, ja, also jetzt nicht innerhalb von der Agglomeration, aber in, nehmen wir mal Berlin als Stadt, aber vielleicht gilt das auch für Wiesbaden, wird es wahrscheinlich noch mehr Menschen geben, die rausziehen aus der Stadt, weil sie dann halt 2-3 Tage Homeoffice von zu Hause aus machen können, an den anderen Tagen aber umso weiter in die Stadt reinfahren. Also der Zersiedlung mit Hilfe von Homeoffice muss man vorbeugen, ja? Und nur dann wird ein Schuh draus. Wenn man sozusagen weiterhin dafür sorgt, dass wir dichte urbane Strukturen haben, ja, und dann noch Homeoffice nutzt, ist es gut. Aber wenn man da sozusagen einer weiteren Zersiedlung Vorschub leistet, nicht. Zweiter Punkt, wir haben ja viel über Datenschutz geredet. Ich habe bei Ihnen so ein bisschen gehört, dass da noch ein anderer Aspekt reinkommt, nämlich die Datensicherheit. Lesen Sie mal den Roman Blackout von Ellsberg. Ja? Da werden Sie erfahren, was sozusagen nicht nur mit Ihren Daten geschieht, sondern auch das, was passieren kann, Science Fiction ist das, ja, wenn Hacker sich in so einem total durchdigitalisierten Energiesystem breit machen und den Strom abschalten. Ja? Also wir brauchen natürlich auch Vorkehrungen für eine Resilienz, für eine Widerstandsfähigkeit dieser digitalen Systeme. Da könnten wir jetzt sicherlich noch lange drüber reden, aber es ist ein Aspekt, den ich eben nicht beleuchtet habe. Also im Energiesystem ist die Resilienz mit Sicherheit genauso wichtig wie der Datenschutz. Ja. Und jetzt die dritte Frage. Der Markt für autonomes Fahren. Genau. Also es gibt schon erste Studien, die das berechnen. Und die sagen, die Daten von so einem selbstfahrenden Auto sind ungefähr 350 Euro pro Nutzer wert. Was heißt aber pro Nutzer? Das heißt natürlich kaufkräftige NutzerInnen. Das sind sowieso erstmal nur die, die sich in so ein selbstfahrendes Auto leisten können, ne? Aber es wird sozusagen schon hochgerechnet, ohne dass ich jetzt sagen kann, dass die Zahlen belastbar sind, ja, hochgerechnet, was es wert ist, wenn man in so einem selbstfahrenden Auto fährt und entsprechende Daten generiert. Und die Firmen, die jetzt massiv in selbstfahrende Autos investieren, aus dem Silicon Valley, also nicht die Automobilunternehmen, sondern Apple, Google und andere, die sind in erster Linie daran interessiert, die Daten zu kriegen, die wir in diesem Auto generieren. Ja, das ist deren Geschäftsmodell. Die wollen ja nicht die Karossen bauen. Apple hat das mal versucht. Apple hat 1200 Ingenieure auf einen Schlag eingestellt und wollte in die Autoproduktion gehen. Das haben sie sich komplett wieder abgeschminkt. Ich weiß eigentlich nicht, was passiert ist, ob sie die alle wieder entlassen haben. Aber sie sagen sich, nee, unser Kerngeschäft ist woanders. Wir bauen nicht die Karossen. Wir machen die Ausstattung, Gaming, Homeoffice, sonst wie Edition, ja, und wollen die Daten haben von den Nutzern. Das wird der Markt im Automobilbereich in der Zukunft. Herr Kowal, autonomes Fahren, sehr weit weg oder schon ein Thema für Wiesbaden? Also ich denke, das ist nicht so weit weg, wie viele vermuten oder noch glauben. Ich denke, trotz der 4000 Gigabyte pro Tag wird es relativ schnell teilautonomes Fahren geben. Die technischen Voraussetzungen sind ja gegeben. Sie haben ja schön gezeigt, welche technische Ausstattung ein Fahrzeug heute benötigt, um autonom fahren zu können. Und das wird sicherlich relativ bald kommen. Die Frage ist, ob das eine Lösung für Städte ist. Weil wir haben ja nicht nur das Problem, dass wir Emissionen haben, auch Luftverschmutzung und ähnliche Probleme. Wir haben auch das Platzproblem und das betrifft nicht nur das Parken, sondern auch den Platz auf den Straßen. Und das nützt ja nichts, wenn alle im autonomen Auto dann sitzen, möglichst auch alleine, selbst wenn es so ein kleines Google-Autochen ist. Das reicht dann trotzdem nicht aus bei dem begrenzten Platz, den wir in der Stadt haben. Und den wollen wir auch anders nutzen, diesen Platz. Nicht nur für das Auto, sondern auch für sehr sinnvolle nachhaltige Nutzung in der Stadt, die Lebensqualität soll hier erhöht werden, die Aufenthaltsqualität und die wird nicht mit autonom fahrenden Fahrzeugen, selbst wenn sie elektrisch angetrieben werden, erhöht, sondern wir kriegen dann Lebensqualität in unsere Stadt, wenn die Menschen sich dort aufhalten können, wenn es schön ist, sich im Straßenraum zu bewegen, mit dem Fahrrad, zu Fuß, zu interagieren, zu kommunizieren und da sage ich auch zu dem Thema Homeoffice, zu Hause arbeiten. Ich denke, wer kreativ tätig sein will, muss den Menschen sehen, er muss interagieren können, er muss Kommunikation nicht nur per Sprache oder mit dem Bildschirm betreiben können, denn Kommunikation ist noch sehr viel mehr, da ist Gestik, da ist Mimik, da ist eine unmittelbare Modulation der Stimme zum Beispiel ganz wesentlich. Wenn ich mit dem Oberbürgermeister wieder mal in eine Auseinandersetzung gehe, dann ist das ganz wesentlich. Was heißt denn hier wieder mal? Also. Hin und wieder oder auch sehr einvernehmlich, dann werde ich ganz ruhig und dann kommt auch eine ruhige Antwort. Das heißt, so wie der Mensch kommuniziert, das ist ganz wesentlich auch für Interaktion, für Kreativität, für wirklich ein sinnvolles Kommunizieren miteinander. Und das kann ich nicht über einen elektronischen Bildschirm oder Sonstiges durchführen. Das muss ich von Angesicht zu Angesicht machen. Dann sind wir uns nämlich, wir beide, sehr schnell immer einig. Und dann kommen wir zu viel besseren Ergebnissen, als wenn wir das mit einem Telefon oder über einen Bildschirm machen.
Da zündel ich mal gerade ein bisschen. Sie haben von fließendem Verkehr gesprochen. Das sei ein wichtiger Aspekt. Wir haben eben gehört, je besser der Verkehrsfluss, desto mehr Probleme kriegen wir, dann noch mehr Autos in die Stadt möglicherweise fahren. Sehen Sie da einen Punkt, wo wir sagen müssen, die Leitplanken, von denen wir geredet haben, Politik muss sie setzen, damit Digitalisierung nachhaltig ist, sehen Sie einen Ansatz, diesen fließenden Verkehr, Autoverkehr, Individualverkehr zu steuern für Wiesbaden in 10 Jahren? Also noch besser wäre es natürlich, wenn wir ganz, ganz viel von diesem Individualverkehr auf den ÖPNV schaffen. Ja. Aber wir haben ja aktuell massivste Verkehrsprobleme. Jetzt weiß ich nicht, welche Entwicklung die schnellere sein wird. Es hinzubekommen, die Menschen auf den ÖPNV zu packen, das wäre wunderbar. Wenn das aber länger dauert, dann glaube ich, ist zumindest ein Zwischenschritt, den Verkehr flüssig zu machen, in jedem Falle ein guter Ansatz. Weil ich sage mal, das, was wir volkswirtschaftlich verlieren, weil wir in unseren Blechkarossen auf verstopften Straßenknotenpunkten stehen, das ist ja nicht nur verlorene Lebensqualität, das ist es auch. Aber es ist natürlich auch ein enormer volkswirtschaftlicher Schaden. Gut, dann möchte ich Sie zu Wort kommen lassen. Sie hat sich schon länger gemeldet. Ja, eine einfache Möglichkeit, Digitalisierung im Verkehr, ist natürlich auch sowas wie Rufbusse zu etablieren, was in anderen Städten schon super funktioniert, hier in Wiesbaden nun leider noch nicht existent ist. War schön heute ein Shuttlebus zum Ostfeld, das ist ja schon ein Vorläufer zum Rufbus. Aber gut, es wird momentan Citybahn und Co. propagiert. Tangiert Erbenheim und Kastell vielleicht noch minimal, aber Erbenheim definitiv überhaupt nicht. Ich arbeite auch in der Gastronomie. Wenn ich jetzt unter der Woche im letzten Bus 0:30 kriegen muss, kann ich der Wirtin sagen, hier räum mal deine Terrasse alleine ein, weil ich muss zum Bus rennen. Und ja, ich bringe weder den Laden noch mich voran. Und wenn ich ein Fahrrad in der Stadt habe, dann wird das erstmal direkt geklaut, wenn es nicht die letzte Gurke ist. Und gut, gerade da hinten Richtung Westend, Bleichstraße, sonstiges, da hatten wir einen Haufen Überwachungskameras, die hat die Stadt dann aus Datenschutz abgestellt. Es gibt einen Haufen Wiederholungstäter, die laufen rum, wenn ich an der Tür stehe, darf ich denen noch mit Pfefferspray das Messer abnehmen. Ist auch schon geschehen. Aber Datenschutz und irgendwie vergisst das System die schneller wieder, als ich es tue. Und mit Glück sehe ich, bevor sie wieder in den Laden kommen und scheiße bohren. Wer nicht, hat man Scheiße im Laden. Dankeschön. Herr Santarius, Sie hatten eben gezuckt. Sie würden gern etwas dazu sagen. Ja, vorher nochmal bei dem Pfefferspray, ja. Aber bei dem... Rufbus. Ich sitze ja hier in so einer geschützten Ecke, das geht ja noch. Nee, bei dem Rufbussystem, weil ich habe ja relativ kritisch über die selbstfahrenden Autos gesprochen. Das wird Ihnen nicht verborgen geblieben sein. Meinte aber in erster Linie den motorisierten Individualverkehr oder so ein Free-Floating-Carsharing, was nicht sinnvoll an den ÖPNV geknüpft ist, wo ich durchaus eine Chance sehe, insofern bin ich nochmal dankbar für den Hinweis, ist erstens Rufbussysteme, autonome Rufbussysteme in ländlichen Regionen und zweitens in Städten sehr selektiv einen Einsatz von autonomen Fahrzeugen in schlauer Kombination mit dem ÖPNV. Ja, und da brauchen wir auch, wir brauchen sowieso ein Algorithmusgesetz, das wäre auch nochmal ein Punkt, über den wir reden können, will ich aber heute Abend jetzt hier nicht machen. Ja, es gibt auch verschiedene Stimmen, die das vorschlagen, nicht nur ich. Aber ich glaube, in so einem Algorithmusgesetz muss dann auch rein zum Beispiel öffentliche Steuerungsmöglichkeiten, die Einfluss nimmt auf, wie Maschinen künstliche Intelligenz und Entscheidungen treffen. Und das wäre im Fall selbstfahrender Autos eben nicht die Strecken anzufahren, die schon durch Massenverkehrsmittel bedient werden, sondern halt wirklich nur sprichwörtlich die letzte Meile anzubieten. Es wäre überhaupt kein Problem, technisch das umzusetzen, dass sozusagen diese selbstfahrenden Rufbus oder sonst wie diese Carsharing-Systeme nicht in Konkurrenz zum ÖPNV treten, sondern ihn sinnvoll ergänzen. Dankeschön. Sie haben noch eine Frage? Beziehungsweise noch was ganz Konkretes, wo ich mir gerade vorstellen könnte, das wäre ein interessanter Zwischenschritt. Gerade diejenigen, die hier im Westend wohnen oder überhaupt im Rheingauviertel in der Innenstadt, die kennen doch den typischen Wiesbadener Suchverkehr. Und das ist für mich eine ganz, ganz große digitale Chance. Nicht wenige, die jetzt hier abends nach Hause kommen, suchen hier eine halbe Stunde und länger und fahren mit den Autos sozusagen hier durch das Stadtviertel, wo wir alle wohnen. Und gerade da, wenn ich mir vorstelle, ich komme mit einem Auto, ob das jetzt ein elektrischer Wagen ist oder ein fossiler, an und weiß schon, muss nicht erst eine halbe oder dreiviertel Stunde durch die Gegend fahren, weiß schon, wo sozusagen ein freier Platz ist und kann direkt zu diesem
freien Platz fahren. Das wäre doch zum Beispiel eine tolle Chance für Digitalisierung. Wir sind ja hier auch in einem sehr kreativen Ort. Vielleicht gibt es da bald eine App für und es ist eine Chance für ein Start-up, den Parkplatz sozusagen direkt zu finden und nicht mehr Suchverkehr zu verursachen als die eigentliche Fahrt, die ich vielleicht vorher habe. Das Startup ist schon dran und heißt Google. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Ich nehme alles zurück. Gut, danke auch dafür. Wir haben hier noch eine Frage. Zwei Fragen. Erste Frage, gibt es Präferenzen oder Prioritäten in den drei Themen, die wir angesprochen haben? Erstes Thema Datenschutz, Informationssicherheit, in Worte Einblock. Zweites Thema Verkehr und drittes Thema Energie. Gibt es in Wiesbaden eine Präferenz für eins dieser Themen? Zweite Frage. Batteriespeicherung. Das Thema ist angesprochen worden, das finde ich sehr gut. Dieses Peak-Sharing in der Batteriespeicherung, wird das in Wiesbaden mittlerweile angewandt oder schon angewandt? Da bin ich blank. Da müsste mir der Kollege Kobol aus der Patsche helfen. Ich wüsste es nicht. Also alle drei Themen werden natürlich sehr intensiv bei der Stadt bearbeitet. Wir sind auch auf dem Weg zu einer Smart City, wie auch immer das im Einzelnen dann ausgestaltet wird. Da gibt es eine Menge Bausteine, die alle jetzt irgendwie in die Diskussion gebracht werden. Ganz aktuell sind wir dabei, ein entsprechendes Konzept bis hin zu der Dieselmilliarde, die Frau Merkel demnächst ja ausgeben möchte. Ich hoffe, sie kommt tatsächlich dann auch hier nach Wiesbaden in einigen Millionchen an. Da versuchen wir verschiedene Möglichkeiten auch zu einem moderneren Verkehr zusammenzufassen und auf einer Datenbasis am Ende auch anbieten zu können. Das muss natürlich dann auch entwickelt werden. Was das Speichern anbelangt, SW-Versorgung ist dabei, entsprechende Angebote zu kreieren. Wir haben einmal die Elektrobusse als Speichermöglichkeit. Wir versuchen natürlich viele Haushalte dann auch mit entsprechenden Speichern auszustatten. Da gibt es Fördermöglichkeiten. Wir haben gerade Frau Dr. Braunstab 100.000 Euro für eine Förderkulisse im Haushaltsplan verankert. Dank dem Kämmerer ist das möglich gewesen und wir versuchen dann auch die Speichertechnologie in Häusern stärker zu unterstützen, um damit natürlich diese intelligenten Netze am Ende nach einer gewissen Einführungsphase noch anbieten zu können und diese Nutzung des Pufferns, der Elektroversorgung dann auch auf diesem Weg zu erreichen. Da ist natürlich SW-Versorgung vor allen Dingen gefragt, die ja dann auch die Häuser mit Strom versorgen und da soll ein entsprechendes Förderprogramm aufgelegt werden. Das macht es dann auch möglich, die flotenden erneuerbaren Energie, Wind und Photovoltaik dann entsprechend sinnvoll einzusetzen. Ja, gibt es zum Energiethema vielleicht noch eine Frage oder ich möchte Sie... Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, dass ja bei Entscheidungen, die die Stadt jetzt trifft, sage ich jetzt mal, ob Elektrobusse oder Elektroautos und die von Menschen gefahren wird oder autonomes Fahren, wo eben kein Mensch dabei ist, ob bei diesen ganzen Entscheidungen das Thema Gemeinwohl nicht berücksichtigt wird, im Sinne von, entscheide ich mich zum Beispiel jetzt als Stadt für autonomes Fahren, bedeutet es ja, dass bestimmte Berufsgruppen wegfallen, wie zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Fahrschullehrer brauchen wir nicht mehr so sehr, wir brauchen keine Taxifahrer mehr, Polizisten vielleicht nicht, weil im Grunde genommen gibt es ja keine Strafzettel mehr, die wir dann verteilen müssen. Also von daher entscheidet die Stadt, also nimmt sie diesen Aspekt dann mit auf, was dann gesellschaftlich dann passiert und macht sie sich dann auch Gedanken, wie sie das gesellschaftlich dann auffängt, dass solche Berufssparten dann wegfallen? Ich glaube nicht, dass das eine Stadt alleine für sich entscheiden kann. Ich denke, dass man das im Hinterkopf immer mitdenken muss, aber ich glaube, es ist ein schleichender Prozess. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass auf alle Entwicklungen, entweder wenn wir sie selber anstoßen, dann sollten wir es natürlich mit bedenken, gerade was zum Beispiel das Thema Digitalisierung in der Stadtverwaltung und dem zur Verfügung stellen von Services für unsere Bürgerinnen und Bürger angeht. Aber es gibt natürlich Dinge, auf die wir wenig Einfluss haben, sondern die einfach in die Städte reindrücken und wo wir dann tatsächlich auf übergeordneten Ebenen gucken müssen, wie wir damit umgehen. Da ist das Thema Datenschutz ja eines. Es gibt kein Wiesbadener Datenschutzgesetz. Das heißt, das passiert einfach auf anderen Ebenen. Da muss man schauen, wie man dort als Kommune oder als Verbund von Kommunen über die Städte, über den Hessischen Städtetag oder auch den Deutschen Städtetag entsprechende Initiativen startet, dass das auf der Bundesebene, wo die Gesetzgebung, wenn sie nicht aus Brüssel kommt, gemacht wird, dann tatsächlich auch berücksichtigt wird. Ja, zu dem Thema Arbeitsplätze vielleicht noch ganz kurz. Ich denke, dass das, was hier in der digitalen Welt heute auch in einem sehr eindrucksvollen Vortrag
an Veränderungsprozessen stattfinden wird, wird sich in fast ähnlichem Umfang, wenn nicht sogar viel dramatischer in unserer Arbeitswelt am Ende abspielen. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie soll die Arbeitswelt der Zukunft aussehen? Und das ist ein gesellschaftlicher Prozess, der natürlich in diesem Land, auch in der eigentlich im europäischen Kontext diskutiert werden muss. Weil es ist ja auch eigentlich auch nicht so toll, wenn ich mir Arbeitsplätze anschaue, jetzt Sie haben zum Beispiel Taxifahrer, wird dann natürlich mit dem autonomen Fahren eine Frage sein, ob das dann zukünftig noch zu leisten sein wird. Ich will keinem Taxifahrer zu nahe treten, aber es ist auch nicht so spannend, auf dem Dernschen Gelände Tag und Nacht rumzustehen, um auf Fahrgäste zu warten. Wir werden eine andere Arbeitswelt benötigen, weil diese Arbeitsplätze werden zum Teil wegfallen. Und deswegen müssen wir uns darüber überlegen, wie wir Transformationsprozesse auch in der Arbeitswelt so steuern, dass sie sozial verträglich sind. Da ist die Stadt natürlich stark gefordert, weil wir am Ende, ich sag mal, der Nahrungskette uns mit den sozialen Auswirkungen ganz unmittelbar mit unserer Kasse, aber auch mit den Problemen, die sich daraus ergeben, dann auch auseinandersetzen müssen. Da sind wir gefordert und da werden wir unsere Stimme auch erheben, damit es in den Rahmenbedingungen entsprechend auch ordentlich strukturiert abgeht. Ich glaube, wir werden, um das zu ergänzen, was Kollege Kowohl sagt, über diese ganze Diskussion über die sich weiter digitalisierende Welt, werden wir auch zu einer Diskussion über unsere Werte kommen müssen und über eine Diskussion, wie wollen wir in Zukunft eigentlich leben? Und welchen Einfluss lassen wir dann zu oder wie gestalten wir Digitalisierung dann tatsächlich aktiv? Ich glaube, das ist beides voneinander nicht zu trennen. Wir sind schon in der Verlängerung. Ich würde sagen, zwei Fragen gehen noch. Bitte schön. Ich möchte da anschließen, und zwar auch eine der letzten Grafiken, wo Sie die wertvollsten Firmen der Welt gezeigt, die Namen sind, ich glaube, alles Apple, Google, Facebook und so weiter. Das ist doch eine wahnsinnige Monopolisierung, die man da sehen kann. Es ist eine Handvoll Firmen, die dieses Geschäft haben, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich das jetzt breiter streuen wird. Sie haben heute schon so eine finanzielle Macht. Und jetzt komme ich zu Ihnen, Herr Oberbürgermeister. Sie liefern sich ja irgendwie dieser Macht aus, Sie hängen an denen. Egal was Sie kaufen, Sie sind bei Google, Sie sind und so weiter. Die Leitplanken, wie wollen Sie in einer solchen Welt Leitplanken verankern? Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Denken Sie nur an das Thema Paradise Papers, die sind weltweit aufgestellt, die werden Ihnen aus der Hand gleiten. Also das ist ein bisschen meine Befürchtung, dass wir neben der politischen Macht so eine verdeckte ökonomische Macht haben, die auf der einen Seite sehr smart sind, sie bieten das neue Apple an, alle finden das toll und das wollen wir alle haben, aber sie arbeiten im Hintergrund, siehe zum Beispiel jetzt Trump-Wahl Russland. Sie sehen schon, diese Konzerne bewegen schon die Politik und ich bin da ein Stück weit skeptisch und ich würde mir auch wünschen, dass diese Grundskepsis bei anderen Handlungen, wenn sie den Millionen überweisen für irgendwelche Anlagen, mit im Kopf bleibt. Das ist meine Bitte. Also ich glaube, das ist ja das, was ich damit auch gemeint habe, dass wir kritisch bleiben sollen und da nicht einfach hineinstolpern sollen. Was mich heute in der Tat, worüber ich mir bis dato für mich persönlich wenig Gedanken gemacht habe, habe mich vorhin gemeldet, als es um die Google-Nutzer ging, mir war noch überhaupt gar nicht bekannt bis heute, aber da scheint sich eine Bewegung aufzutun, dass es tatsächlich Suchmaschinen gibt, die sich tatsächlich mit diesen Privacy-Themen ganz intensiv beschäftigen. Ich glaube, da kommt es auch auf die kritische Masse in der Bevölkerung an. Politik kann einiges tun, aber das tatsächliche Tun, das selbstbestimmte Leben eines Einzelnen, da hat schon jeder auch noch eine eigene Verantwortung. Das können wir nur sehr bedingt vorschreiben und in einem freien Land wollen wir das, glaube ich, auch nicht bis ins Letzte vorschreiben müssen. Ich glaube, die Zeiten haben wir hinter uns. Herr Sonntag. Ja, um da nochmal dran anzuknüpfen, also da sehe ich auf jeden Fall auch eine Chance in der digitalen Bildung. Also im Moment ist ja digitale Bildung eher noch so ein Schlagwort für lass uns alle Schulen mit Tablets ausrüsten. Das ist ein bisschen mau bei den Chancen und Risiken, die da ausstehen. Also wir müssen gezielter darüber, über die Potenziale und eben auch über die Risiken informieren. Und zum Stichwort Suchmaschinen, das ist relativ einfach. Ne? Man nimmt einfach Startpage statt Google, hat den gleichen Algorithmus, hat die gleichen Suchergebnisse, aber Google erfährt nichts über einen selbst. Da gibt es ein paar mehr Suchmaschinen, aber in der Tat ist das vielen, da sind Sie gar keine Ausnahme, das ist vielen heute einfach noch nicht bekannt. Und selbst denen, denen es bekannt ist, die glauben noch, na, ich habe ja nichts zu verbergen, warum soll denn jetzt Google nicht wissen, dass ich mich gerade mal erkundigt habe, was die CD bei Saturn kostet. Ja? Aber das ist nicht der Punkt. Natürlich kann Google das theoretisch wissen. Der Punkt ist, dass wir eine
Unmenge an Daten generieren, die sich als ein Bild zusammensetzt, was dann, das habe ich ja eben schon erläutert, sich lohnt, kommerziell auszuschlachten. Zwei Punkte noch, wo ich denke, dass Kommunen auch aktiv werden können. Sie haben ja völlig recht, Datenschutzbestimmungen auf der EU-Ebene, das ist jetzt nichts für die Wiesbadener Politik. Aber öffentliche Beschaffung ist ein großer Posten, ja, und hier können sozusagen Kommunen, Länder, die Bundesregierung auch dadurch Akzente machen, unabhängig von Bestimmungen, indem zum Beispiel nur Privacy by Design Systeme auch intern installiert werden. Oder zum Beispiel, wohin sie ihre Cloud verlagern. Ja, viele Städte mieten sich Cloud-Kapazitäten an, da können sie sich entscheiden. Gehen sie zu Amazon Cloud Hosting oder nehmen sie einen Anbieter, der vielleicht datensicher unterwegs ist. Zweiter Punkt neben der öffentlichen Beschaffung ist das Thema Smart City. Ich glaube, hierüber haben wir jetzt nicht mehr genug Zeit zu diskutieren. Aber ich möchte nur mal kurz in den Raum werfen, dass da auch jede Kommune sozusagen im Grunde erstmal eine freie Entscheidung hat, ob sie sich da in die Hände von den Big Players begibt, ja, und natürlich von denen wunderbare Angebote kriegt. Die sind ja auch nicht blöd. Aber dann auch einen Teil der Autonomie, der Souveränität wirklich abgibt an diese Firmen. Oder ob es Konzepte gibt, und die gibt es, nee, oder ob man sich quasi Anbietern anheimstellt, die sagen, die Daten, die Informationen über die Verkehrsströme in der Stadt, über das die Bürgerinnen machen und so weiter, gehört den Kommunen und nicht den IT-Anbietern, die dahinter stecken. Also da können Kommunen sehr gut tätig werden. Da können wir nicht nur sehr gut tätig werden. Ich knüpfe jetzt nochmal an, weil zwei Amtsleiterkollegen ja hier sitzen. Das war bei unserer Diskussion, als wir über das Thema Digitalisierung in unserem Führungskräfte-Workshop mit 80 Führungskräften gesprochen haben, ein ganz zentraler Punkt. Was passiert mit den Daten? Also das heißt, per se haben wir das schon im Kopf, auch wenn wir aktuell die Lösung noch nicht dafür haben. Ich kann Ihnen nur eins sagen, was das Thema Cloud angeht. Meines Wissens verfügen wir noch über genug eigene Serverkapazität. Wir lagern nichts in irgendeine Cloud aus. Jetzt noch eine letzte Frage. Sie hatten sich gemeldet. Ja, ich habe gerade überlegt, das sollte eigentlich gar keine Frage werden. Ich habe mir selber gerade die Frage gestellt. Mein Sitznachbar vor mir, der hatte ganz gut angefangen. Hinter mir wurde die Frage gestellt nach Informationssicherheit und Datenschutz. Wir haben alle festgestellt, unsere beiden Politiker hier vorne, die kennen den Unterschied nicht mehr, die spalten dann beides zusammen. Warum sollten wir denn sagen, wir wollen die Digitalisierung auf Teufel komm raus? Also ich fände, das würde mehr Sinn machen, zu sagen, wir machen einen Schritt zurück und schauen uns erstmal das große Gefechtsfeld an, bevor wir völlig unvorbereitet uns auf Risiken einlassen, die vielleicht gar nicht notwendig wären. Also einfach mal das Kosten-Nutzen abwägen, das wäre sehr sinnvoll und sehr, sehr gelegen. Also wir haben gerade gehört, der Oberbürgermeister hat das erste Mal von Suchmaschinen gehört, die auch ein bisschen Schutz auf Privatsphäre legen. Wie soll denn so jemand entscheiden, ob wir jetzt wirklich volle Kraft voraus in die Digitalisierung müssen? Ja, ich gehe davon aus, dass der Oberbürgermeister noch ein Team hat. aber wollen Sie direkt antworten? Also dieser Nachhaltigkeitsdialog ist ja auch dafür da, dass die Verantwortlichen, politisch Verantwortlichen auch Impulse bekommen. Und natürlich werden auch wahrscheinlich Herr Gehrig und Herr Kobold mit diesem Impuls auch rausgehen. Und es geht ja um nachhaltige ökologische Gestaltung. Insofern werden Sie sich wahrscheinlich auch etwas mitnehmen und vielleicht eine kurze Antwort eben. Ich nehme hier immer etwas mit, so wie ich im Übrigen jeden Tag in meinem Leben etwas dazulerne. Und da bin ich auch jeden Tag dankbar dafür. Und ich hoffe, ich bin da nicht der Einzige im Raum, dem das so geht. Also von daher, und Sie dürfen auch sicher sein, der Oberbürgermeister entscheidet nicht alleine über die IT-Strategie der Landeshauptstadt Wiesbaden. Erstens haben wir da wirklich Leute, die sich damit auskennen. Sie wissen ja, wie das mit uns hauptamtlichen Politikern sind. Wir sind ja sowas wie Universaldilettanten. Wir haben von allem ein bisschen Ahnung, aber von nichts richtig. Das ist nun mal so. Das ist auch nicht mein Job, der oberste IT-Experte der Landeshauptstadt Wiesbaden zu sein. Dafür haben wir 5.700 Kolleginnen und Kollegen, die sich in ihren jeweiligen Fachbereichen perfekt auskennen und auch in der Lage sind, die Entscheidungsträger, das ist der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung, auch ordentlich auf notwendige Entscheidungen vorzubereiten und Vorteile und Nachteile auch ordentlich miteinander abzuwägen. Ja. Herr Kobold? Ja, also sowohl das Thema Datensicherheit wie Datenschutz sind natürlich sehr gut bei uns aufgehoben, da kann ich Sie beruhigen. Also wir sind da sehr aktiv mit vielen Fachleuten auch dabei und da gibt es ja auch eine kommunale Familie, den Deutschen Städtetag und andere Spitzenverbände, die das Tag und Nacht bearbeiten, das Thema. Gleichwohl kann ich Ihnen nicht hundertprozentige Sicherheit versprechen, aber ich kann das mal zurückgeben. Eine der Fragen hat über die Marktmacht dieser 5, 6 Unternehmen gesprochen. Ich meine, diese Marktmacht ist ja eigentlich eine virtuelle am Ende des Tages, wenn Sie es genau anschauen. Denn was ist denn diese Marktmacht, diese 250, 300 Milliarden Einnahme aus dem Werbekuchen? Emanzipieren Sie sich von Werbung und schon ist diese Marktmacht weg.
Das ist die Aufgabe unserer Bildungssysteme, unserer Gesellschaft, die Menschen autonomer zu machen und nicht im Fahren, sondern in ihrem Denken. Vielen Dank. Bevor ich Sie, Herr Dr. Santalis, noch mal bitten würde, mit einem Schlusswort sozusagen vielleicht einen kurzen Tipp noch mal an die Landeshauptstadt Wiesbaden zu geben, an die politisch Verantwortlichen. Eine Leitlinie, bevor Sie, genau, die können noch ein bisschen überlegen. Mach's ganz kurz. Möchte ich herzlich danken für diesen Nachhaltigkeitsdialog, für die anregende Diskussion. Leider sicherlich ein bisschen zu kurz, aber ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir die Ausgangsfrage hatten, Wolf im Schafspelz oder eierlegende Wollmilchsau. Ich glaube eher Wolf im Schafspelz, aber wir haben ein bisschen Kreide, die wir dem geben können. Und je mehr Kreide, desto eher kann es auch gelingen, nachhaltige Digitalisierung zu betreiben. Kreide könnte zum Beispiel sein, einfach vom Individualverkehr wegzukommen durch modale Verkehrsvernetzung. Das hat natürlich dann auch mit Datenschutz zu tun. Da wird eher wieder dann der Wolf drauf. Aber wir haben von den Elektrobussen gehört, die Citybahn. Das wird alles wahrscheinlich auch mit Digitalisierung und vernetztem Ticketsystem zu tun haben. Und wir haben von Rufbussen gehört. Auch das ist doch etwas, wo wir dem Wolf gehörig auch Kreide geben können. Aktuell Anlass, noch eine Sache nachzutragen. Wir hatten ja gestern mal fließbaren Stromausfall. Ja. Und dann auch das Ding, dass stutzenweise Leute im Aufzug stecken geblieben sind und von der Feuerwehr befreit werden müssen. Im Prinzip sind das rudimentäre autonome Fahrsysteme. Wenn wir jetzt flächendeckende autonome Autos haben und flächendeckend die Feuerwehr ausdrücken muss, dann wird es natürlich noch etwas kritischer. Aber war glaube ich, ein analoger Fehler in dem Fall bei Wartungsarbeiten. Insofern. Bei den Aufzügen gibt es eine ganz einfache technische Sache, nennt sich USV, unterbrechungsfreie Stromversorgung. Hat man in jedem Büro am Server hängen. Warum hängt sowas nicht an Aufzügen? Okay, auch ein Aspekt, wie abhängig wir doch sind. Und dann geht es auch um eine Diskussion um Werte. Herr Gehrig hat darauf hingewiesen, wir müssen uns unterhalten, in Dialog treten. Das ist ja auch der Sinn der Sache gewesen. Und wir müssen oder sollten kritisch bleiben. Vielen Dank dann. Und nun das Schlusswort, lieber Herr Dr. Santarius. Ich mache es ganz kurz. Ich fand den Schlusssatz von Ihnen sehr schön, Herr Kowol. Ich finde, wir müssen nachdenken first, Digitalisierung second. Ich habe den Eindruck, dass hier in Wiesbaden viel auf den Weg gebracht wird und dass Sie sich auch über die zentralen Punkte längst Gedanken machen. Ja, und ich würde Sie beglückwünschen, wenn Sie die erste Kommune wären, die das hinkriegen würden, einen digital vernetzten ÖPNV anbieten zu können. Das wäre wirklich ganz großartig, denn da reden sehr viele drüber. Aber da passiert seit Jahren eigentlich viel zu wenig. Die Technologie dafür haben wir nämlich schon jahrelang. Hier müssen wir sozusagen die selbstfahrende Autolobbys rechts überholen und da schneller werden. Da würde ich mich freuen. Vielen Dank.